Einen wunderschönen herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme GTA Roleplay. Wir gehen heute einfach mal wieder blind rein, gucken, was abgeht. Es ist nichts passiert eigentlich. Wir gucken einfach mal, was heute so im Dienst passiert. Und ja. Grüße von Valendras an die Leute, die auf YouTube die Aufnahme schauen. Ich kann ja mal Arnaudo mal anschreiben. Keine Mani da? Nee, dieses Mal leider nicht. Das Ding ist, sie ist ja halt noch, sie ist ja noch in der Lernphase. Beziehungsweise Umschulungsphase. Ich nenne es eher so. Daher ist sie ja im RP überhaupt gar nicht so richtig aktiv. Das wird auch noch so bleiben. Bis August diesen Jahres, glaube ich, war es. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Danach hat sie zumindest einen theoretischen Teil hinter sich. Ob es das dann besser macht, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Also besser macht in Hinsicht auf ihre Verfügbarkeit im RP. Wir gucken mal. Sie hat ja erst letztes Jahr angefangen, ne? Solange ist sie ja noch nicht dabei. Also, was die Umschulung angeht. Ja, Vetor kannst du einreichen, wie du willst. Funktioniert leider nicht. Oh, wir haben wieder einen schönen Himmel, sehe ich. Herrlich. Ja, also sie kann ja, ne, hin und wieder mal da sein. Das geht ja. Aber das ist halt jetzt nicht so oft. Doppeltes Veto, so. Immer zweimal mehr wie du. Oh, alleine schon so zu sagen, ist schon... Ich denke, ein Kotzreiz oder so. Ah ja. Deswegen. Also, ne? Sie wird natürlich auch mal da sein, ja. Aber so richtig oft wird es erstmal nicht sein. Und das Ding ist, spätestens dann, wenn sie halt immer da sein sollte, ist das Ding... David muss ja trotzdem in Dienst. Also das heißt, der macht ja jetzt nicht mehr CVRP. Das heißt, der ist nicht nur mit Mani unterwegs. Wenn die Steffi mal wieder, also, ne, wieder so aktiv ist wie damals, dann arbeitet die ja auch. Ne, dann macht die ja auch irgendwas. Was genau das weiß man noch nicht. Das sieht man dann, sag ich mal, ja. Aber das Ding ist halt, dann haben wir da auch nicht so das, was du jetzt, sag ich mal, haben möchtest in dem Sinne, ja. Möchtest ja gerne RP mit mir und Mani. Ist ja auch völlig okay, ne? Also, ist ja völlig legitim. Bin ich ja auch grundsätzlich dabei. Aber spätestens, wie gesagt, wenn sie länger aktiv ist und wieder regelmäßig da ist, muss sie auch irgendwie was Jobtechnisches machen, damit ihr halt nicht so langweilig wird, ne? Also, ich meine, nur Zivi ist halt auch kacke. Ne? Ach, Steffi ist auch in GTA unterwegs, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nein, das ist Steffi. Oh, krasser Reveal. Die Steffi ist, die spielt die Mani. Ich dachte, das hätte ich schon mal gesagt. Okay, dann kam es vielleicht nicht ganz durch, oder ich habe es nicht gesagt, ich weiß es nicht. Nein, also sie spielt Mani. Dementsprechend. Genau. Ja. Deswegen, deswegen habe ich die ganzen Infos, ne? Sonst wäre es ja, also, wäre noch anders möglich grundsätzlich, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, anders wäre es nicht möglich, aber doch ist es. Ja. Ja.
Größter Reveal seit Bruce Wayne. Okay, war eigentlich nie so ein krasses Geheimnis, ne? Das finde ich wieder so interessant. Das ist wie dieses, je mehr du dich versteckst, desto offensichtlicher bist du. Und je, nein, andersrum. Nein, das, so war es nicht. Je offensichtlicher du etwas machst, desto unoffensichtlicher ist es. Und je unoffensichtlicher du etwas machst, desto offensichtlicher ist es. Und jetzt das mit uns ist sozusagen, wir haben Geheimnisse gehalten, obwohl wir gar kein Geheimnis gehalten haben. So, ist halt krass. Ist weird. Naja, so. Aber Bruce Wayne wurde doch eigentlich nie revealed, oder? Habe ich jetzt die Batman-Filme komplett falsch im Kopf? Wurde Batman damals revealed? Oh, ich sollte nicht von Pfosten laufen. Wurde er revealed? Ich meine nämlich nicht. Vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf, das kann auch sein. Batman-Filme sind schon etwas länger her. Aber in den Comics, ja. Ah, okay. Ja gut, die Comics habe ich nie gelesen. Da bin ich leider raus. In den Filmen nicht. Oh, okay, wollte schon sagen. Weil die Filme habe ich nämlich gesehen. Und da war es mir jetzt nicht bekannt. Deswegen hatte mich das gerade ein wenig gewundert, aber dann erklärt das das. So. Ich habe... War das gestern? Ich glaube schon. Im Stream von Kowalski gesehen, dass angeblich die Shotgun jetzt hinten dran soll. Sichtbar tragen? Versteckt tragen? Versteckt tragen? Ah! Ja, finally! Finally, sie wird angezeigt. Wunderbar! Geil! Sehr schön! Ah, endlich! Einer der vielen Wünsche schon mal in Erfüllung gegangen. Das ist schön. Das gefällt mir. Sehr schön. Erst die 90 Fuck-Check. Check. Ach, er macht schon wieder Leitstelle. Alter, ich drehe am Rad, ey. Warum macht er denn schon wieder Leitstelle, ey? Gefühlt macht Laurent nur noch Leitstelle. Das ist Wahnsinn. Teste die Shotgun erstmal an einen Heli. Oh. Ui. Oh, der Chief ist im Dienst. Oh nein. Ach, oh, der Chief ist im Dienst. Oh. Oh nee, der Chief ist im Dienst. Oh nee. Oh. Na gut dann. So, ist irgendwer von der Führung von uns da? Nein, natürlich nicht. Wundert es mich? Nein, natürlich nicht. Was ist hier schon wieder los? Amtsanmaß. Raub folgt. Dave Sender? 1104? Moment. Ich, Moment. Ein Schildalarm wurde ausgelöst und beim Eintreffen stand ein Fahrzeug vor dem 24-7, welches sofort Welcher 24-7? Harmony. Hä? Da war ich nicht bei. Wo war ich denn schon dabei? Also erst 11.04. War ich online? War ich online? Ich werde überlegen. Ich war am Dienstag online, ne? Aber hatten wir in 24-7? Ach, das ist der Fall. Oh. Das ist, glaube ich, der Fall, wo wir hinterher dann... warte mal, wie hieß der Typ noch? McFarlane gesucht haben. Ja, stimmt. Oh, du Scheiße. Was? Hä? Muss ich hier schon wieder anmelden? Okay. Ich frag mal nicht.
Ich habe das System gebroked. So. Wurde mit sofortiger Wirkung zum Captain ernannt und ist so ein Abteilungsleiter dieser Abteilung mit allen Rechten und Pflichten. Herzlichen Glückwunsch. Wollte Koskela das nicht haben? Aber egal. Also, er wollte es nicht haben. Ne? Aber gut. Oh, meine Nase. Eieiei. Ja, ich glaube, bei Bier braut sich langsam was zusammen, aber auch nur langsam. Na, mal schauen. So, okay, der Rest ist Blödsinn, den brauchen wir nicht. Ist heute irgendwas? 21.04. Nö. Okay, folgende Personen wurden bei der Besprechung am 16. befördert. Herzlichen Glückwunsch. McTavish und Nash. Ach, Nash? Lol, der wurde befördert? Ah, oh, wild. Okay, cool. Ah, so, was haben wir hier? Bitte Zigaretten aus dem Kühlschrank im Palito ist auf entfernen. Wer schmeißt denn bitte schön Zigaretten in den... Ich frag nicht mehr. Mittlerweile. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? So. Eine Sache wollte ich jetzt noch machen. Nämlich. Wo war es jetzt? Dienstanweisung, Speed Unit. Bin ich jetzt eigentlich hier mittlerweile mal auf. Oh, Trampley, kannst du das bitte einmal umändern? SAPD, interne Regelung. So, die würde ich mir nämlich einmal komplett rauskopieren. Den Bums. So, warte mal. SC90, Brian Deering wurde zum Feldmarschall befördert. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Moment, ist das. Sowas will ich lesen, ja. Ja. Irgendwann steht da bestimmt auch, dass ich mal zum Lieutenant befördert werde. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Aber ja, grundsätzlich gebe ich dir recht, ne? Müsste da echt irgendwann mal stehen, dass ich mal befördert werde. Interne Regelung. So, einmal speichern. So, habe ich die interne Regelung mir auch schon mal gezogen. Ich bin mir auch sehr... Sehr, was? Sehr sich, dass es Feldmarschall bei der Polizei gibt. Achso, ja, definitiv. Die Feldmarschall wird es definitiv geben. Da, ja, da führt kein Weg dran vorbei. Ah, schön. Herrlich. Yosuke Kurayama. Telefonieren wir mal Kurayama. Ich habe zwar gar keinen Bock, mit dem zu telefonieren, aber okay. Kurayama. Dann wollen wir mal. Wie die 56? Stimmt das überhaupt? Ist da nicht eine ganz andere Nummer? Ah, hat nämlich 13, wollte das sagen. Voll die falsche Nummer drin. Huch. Profi. Ein wunderschönes Hallöchen. Der Herr Trampley hatte mich angeschrieben, dass sie eine Fahrradtour planen. Und also grundsätzlich plane ich keine Fahrradtour, das ist schon mal falsch. Okay, das wurde mir so weitergegeben. Die Tour de Los Santos findet statt und wir übernehmen die Absicherung der Personen dort. Ah, das hört sich doch schon nach eher was, nach was anderes, was uns betrifft. Okay, das wurde mir nämlich so weitergegeben.
geht es hier um die Studie de los Santos, es geht hier um die Einsatzplanung, wo ich Freiwillige brauche, die da dran teilnehmen. Grundsätzlich habe ich eigentlich auch nur gefragt, welche Leute denn dort in Betracht ziehen würden, mit einem Fahrrad mitzufahren. Einfach fürs LSPD, bzw. fürs SAPD. Okay. Das heißt also, ich hatte jetzt das so verstanden von dem Herrn Tramplay, dass sie da noch irgendwie meine Hilfe bräuchten oder so. Sie sind der Sergeant, stimmt? Das ist absolut korrekt, ja. Ich sollte sie mal umspeichern in mein Handy, das wäre vielleicht nicht schlecht. Alles gut. Ja, genau. Es geht jetzt tatsächlich hierum, dass am Samstag das stattfindet und die Einsatzplanung ich mit ihnen gern zusammen machen wollen würde. Weil sie haben natürlich noch nicht so die Einsatzexpertise als Einsatzleitung, soweit ich das mitbekommen habe, also nicht so viel Einsätze gehabt. Ich würde sie da gerne mit an Bord nehmen, mit an die Hand nehmen und tatsächlich ihnen das auch dann am Ende in die Hand geben. Ja, kann ich ihn schon direkt dazwischen grätschen. Das Wochenende ist bei mir leider schon belegt in dem Sinn, da bin ich leider nicht da. Sonst würde ich da gerne dabei sein. Ja, dann brauche ich sie da auch nicht einplanen, um ehrlich zu sein. Das ist absolut korrekt, deswegen sage ich Ihnen das jetzt auch. Ärgerlich. Die sind halt momentan der Ranghöchste der Operations, wenn man es ganz genau das nimmt. Ist halt leider rüber. Sykes wieder oben ist. Deswegen, also im Prinzip geht es mir darum, ich wünsche mir, also wir vom LSPD haben den Auftrag bekommen, ich wünsche mir aber, dass das SAPD das halt macht und nicht das LSPD. Ja. Also ich würde auch grundsätzlich... Ja klar, nein, logisch. Ich würde auch grundsätzlich helfen bei der Vorarbeit, aber dann Samstag dabei sein, das werde ich nicht hinkriegen. Naja, viel Planung ist das nicht. Es geht halt darum, dass halt zwei Officer Motorrad besetzen, drei Officer ein Fahrrad, eine Streife hinterherfährt, einfach für ihre Krummsicherung und die Leute werden halt dann begleitet. Ja gut, okay. Das ist ja echt nichts Wildes eigentlich. Die Sache ist, ich plane Einsätze halt in 5 Minuten. Egal wie groß der ist. Das ist schön. Deswegen. Ja. Gut, da kann ich jetzt nicht mithalten. Nein, das war jetzt auch nicht so gemeint, wie es vielleicht rüberkam. Alles gut. Ich habe halt so meinen eigenen Stil, wie ich halt Einsätze halt plan. Darum geht's halt. Ja, klar. Jeder hat seinen Stil. Was du aber machen kannst, ist, du darfst mir gern per SMS Namen vorschlagen oder mal umhören, also bei dir umhören, im Department. Wer Interesse daran hat, das zu unterstützen. Als D2 oder höher wegen des Motorrads zum Beispiel. Oder vielleicht hätte ich auch noch ein S-Dealer Interesse hat. Ich glaube tatsächlich, dass Mr. Payne sich gemeldet hat. Der steht auch auf meiner Liste, wenn ich mich recht erinnere. Also der ist schon als Fahrradfahrer eingetragen. Okay, cool. Genau, aber per se hätten wir da auch noch einen Platz frei. Ich gucke jetzt mal. Ist jetzt die Frage, wie viele soll ich jetzt dir geben? Einfach generell fürs Entweder, einfach für erst zu fragen, wer Interesse hätte. Darum geht's mir. Und wer dann wirklich da eingeplant wird, wenn die Leute dann herausfinden, wenn es soweit ist. Ja, gut, okay. Das kriege ich hin. PD 25, SD 62 und PD 70. 25, 62 wollen Fahrrad fahren. 70 wäre unser Motorradfahrer. Dementsprechend bräuchte ich einen Motorradfahrer, einen Fahrradfahrer. Ja, und das war's eigentlich schon. Okay. Also zwei Leute wären es per se. Kannst dich ja mal umhören. Ja, krieg ich hin. Bis spätestens Donnerstag brauche ich Antwort. Ja. Ich werde mich umhören, das ist ja das kleinste Problem, das kriegt man ja relativ gut hin bei uns. Ja. Gebe ich dir Bescheid, ja, kriegen wir hin. Alright. Perfekt. Bedanke mich. Ja, gerne, ne? Bis dann. Yo, ciao, ciao. Ich kann mit Kurayama vernünftig telefonieren. Ich kann mit ihm vernünftig... eine Welt bricht in mir zusammen. Also bricht in dem Sinne zusammen, dass halt... Ich kann halt mit dir vernünftig reden. Das geht mit ihm. Habe ich ja schon mal gesagt. Aber trotzdem. Wild. Ich find's cool. Ich find's echt schön. Freut mich richtig. Weil ich möchte echt mehr mit Kurayama zusammenarbeiten. Das ist mein Ziel. Hallöchen. Hallo. Der Nächste mit der Shotgun. Scheiße, warum reden jetzt alle mit den Shotguns rum? Uff. Irgendwas von der Ops. Oh, ich muss gleich wieder Rollcall machen. Brudi muss los. Pain. Hier ist Bullet Chill mit einer Information für alle Kollegen im Dienst. In 20 Minuten findet der Rollcall im Senator so statt.
Schön, dass der Nächste das jetzt nochmal sagt. Aber okay. Ich frag mal, na, wo Tilo ist. Ah, ne, Tilo ist auf dem Weg nach Sandy und dann frage ich noch Payne für. Alter, das ist total doof, weil es ist einfach keiner da, den ich fragen könnte. Ja. Hi. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut? Jo, geht schon. Ja. Klingt jetzt nicht so überzeugend. Ja, ja. Bestens eigentlich, ne? Ich habe gerade mit Kurayama telefoniert und war erstaunt, dass man so gut mit ihm telefonieren kann. Echt? Weil eigentlich hat man ihn ja so als ja, Miesepeter oder sowas im Kopf, ne? Weil er halt immer so eine miese Stimmung hat, aber das ist super nett, ne? Ja gut, also das ist nicht unbedingt mein bester Freund. ja, stimmt, hast du ja mal gesagt, da war was. Aber eigentlich andere Frage. Warst du die letzten Tage da? Ja. Okay, cool. Kannst du mir irgendwas sagen, was ich gleich beim Rollcall sagen sollte bezüglich Ops? Ein Ops-Thema werde ich ansprechen tatsächlich. Ja, gerne. Klar. Das ist Elena, weil da wir gestern von Kowalski eine Anweisung bekommen haben. Ja. Geht's um den Trailer Park. Okay. Außer es kommt ein Chief in Dienst. Der Chief ist im Dienst. Oder Sheriff. 5, 1, 19, 20, Sandy Schuss ist so. Schön. Und. Nee, sonst. Was haben wir sonst was gehabt? Großartig? Nö, eigentlich nicht. Ja, gut, okay, perfekt. Gut, dann kriegst du gleich das Wort, beziehungsweise Elena, könnt ihr euch gleich drum kloppen. Sagt's mir nur bitte vorher nicht, dass. Also wir machen es nur PCSO intern. Also ich sag danach, dass PCSO kurz da bleibt. Ah, ja, das kann ich auch machen. Das kriege ich auch hin. Genau. Okay, dann machen wir es so, klar. Kein Thema. Schreibe ich mir direkt auf, dann weiß ich Bescheid. Das kriegen wir hin. Perfekt. Alles klar, gut. Dann weiß ich Bescheid, dann bis gleich, ne? Jo, bis gleich, ciao. Jo, ciao, ciao. So, der Nächste bitte. Ein wunderschön, Hallöchen. Kurze Frage. Gibt's etwas für Rockhall Academy seitig? Nö, nichts, dass ich wüsste. Was man. Das ist eine Sache, wo ich so eine Meinung zu habe, aber ich eigentlich sollte nach meiner Meinung das eigentlich dann höher ansprechen, weil ich habe mir so gedacht, mal, es ist auch vielleicht keine Schande. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber auch keine Schande für Deputies und Co. gerade im Norden, weil wir nicht so eine Einsatzlast haben wie in der Stadt, dass man bestimmte Sachen, die man vielleicht gar nicht mehr so oft macht oder sehr selten macht, vielleicht auch mal ab und zu mal eine Schulung vorbeizugucken. Wir können die Leute nicht zwingen, das ist auch nicht der Plan, die Leute irgendwie zu zwingen, dass sie eine Schulung machen sollen, aber dass die Schulungen, die für Rekruten angeboten werden, dass man die auch besuchen kann. Die Leitstelle für die P64 kommt. Okay, ja, verstehe. Ist jetzt die Sache. Aber das ist nichts, jetzt natürlich offiziell mit der Akademie. Das haben wir schon mal angesprochen. Dann würde ich das. Wir haben nach dem Rockcall noch eine kurze interne BCSO-Besprechung. Kann ich sonst meinen Senf dazu geben? Genau, korrekt. Dann sage ich dir Bescheid, wenn du loslegen kannst. Und ich dann. Ich muss noch EHK machen, dann wäre ich auch für die 3 ready. Ja, also ich habe es jetzt mal aufgeschrieben, dass du dann auch noch kurz was sagst, aber in der Tat würde ich das einmal, also nur, dass die das schon mal wissen, dass das nochmal besprochen wird, ne, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist so, weil wenn das vorher nicht mit deinem Chef besprochen hast, dann, ja, genau. Ne? Ist schwierig, ja. Sonst, ich bin gerade eben, weil ich in Gedanken war und gerade auf was anderes geachtet habe, aus Versehen über 2 Stoppschilder gefahren. Ernsthaft? Ja. Ach, Pain. Der Turner hat mir schon ein Ticket von $500 ausgegeben. Ach so, okay. Na gut, alles klar. Aber das Pain, achte doch mal auf die Stoppschilder, Mensch. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Ja, im Abstand von 2 Monaten. Ja, gut, okay, das ist korrekt, das stimmt. Aber trotzdem, Prinzip zählt.
direkt nass, aber echt. Gott, das passiert jeden Mal. Ja, nein, alles gut. Ja, was gibt's noch? Nur sowas. Achso, du wolltest mir jetzt nur sagen, dass du über Shopschilder gefahren bist, damit ich wieder verzweifle, oder wie? Nö, ich bin Self-Report. Okay. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns gleich, ne? Okay, oder sehen. Bis denn, ciao, ciao. So. 19.30 Uhr haben wir. Ich lade mal eben meinen Laptop. Moment. So, Stecker drin. Wunderbar. So, was haben wir jetzt für Fahrzeuge noch hier, die ich fahren kann? Oder fahren will, oder wie auch immer. Welches haben wir noch? S513. Ach, nicht S513. Oh, meine Fresse, ey. Lesen ist auch wieder schwer. 531, so. 531. Galloway, wie schaut's aus? Bist du ready? Ich mach gerade noch Patientenaktenanforderung. Ah, okay. Leitstelle SO für SB20 kommen. Ja, sie kommen. Die nötige Einteilung am Gravefield ist umkommen. Ja, Sie können ein Fahrzeug besteigen und zum Sender zu überführen. Nein, er hat nicht besteigen gesagt. Er hat nicht besteigen gesagt, Alter. Er hat's nicht gesagt, oder? Er hat jetzt nicht gerade wirklich... Ach, Mann. Nenn's doch nicht besteigen. Oh. Laurent besteigt auch... Bei... Ja? Schuss und Stichwaffen eigentlich automatisch die Datenschutzaufhebung vorhanden. Boah, Alter. Gute Frage. Wüsste ich jetzt nicht. Nein, also ich denke nicht. Ey, also ganz ehrlich, ihr habt echt manchmal Fragen. Also das ist Wahnsinn, ey. Also ja, alles gut, aber es ist wild. Weil da sind andere Leute drinnen eingetragen, die durch Schläge und oder Messer verletzt wurden und dann steht da nach Paragraph 7 Absatz 11 ZG. Zivilgesetz, ne? Wahrscheinlich. Ja, ZG ist, glaube ich, Zivilgesetz. Das dürfte passen, ja. Warte, ich schau mal gerade. Es gibt gar kein Zivilgesetz mehr. Ah. Oh? Ein wunderschön. Hallöchen. Hi. Hallo, Deering. Cool, sie machen gleich einen Walker, habe ich gehört. Ja, ja. Also, dass du mir das jetzt sagst, ist eine Beleidigung. Ich meine, weil, ich weiß nicht, ist Brand da oder so? Oder nein, ist keiner da. Ich habe eine Sache noch für den Walker, damit ich bin, wohl sage ich das im Walker an? Ja, also Tilo hat was, aber das will er BCSO intern machen. Ansprechen. Ich denke, da weißt du, worum es geht. Genau, ansonsten, ich würde das nochmal mit den Fahrzeugen, was wir vor ein paar Tagen bei der Übung gesagt hatten, nochmal erwähnen. War eigentlich ganz gut. Ja, ich hatte das eine Sache, dass ich auch von Ruhe Körbe auch BCSO intern dann bitte. Ja. Die Leute sollen aber dabei danach kurz da bleiben. Ja, klar, also, nein, das ist richtig, genau, das ist auch schon so eingeplant. Soll ich das mit den Fahrzeugen dann auch intern machen? Ja, ne? Ich glaube, das hat die anderen ja nicht. Genau, was nochmal? Ja, bitte. Lass mich kurz einstempeln, ich komme sofort, ja? Ich bin sofort da, ja? Yep. Ich habe eine Sekunde kurz, vielleicht da. Er hat angefangen, ja? Er hat angefangen. Er hat angefangen. Ja, auf jeden Fall, ein Zivilgesetz gibt es nicht mehr. Also dementsprechend haben wir auch nichts mit ZG. 411, aktiv. Ist halt die Frage, ne? Mhm. Check. In der Tat. Ist das vielleicht alles jetzt im Grundgesetz drin? Boah. Bla bla bla. Weil das Ding ist, bei der Vorlage oder allgemein bei der Liste, da steht Vorfall nach Paragraph 7 Absatz 11 ZG Schutzstich und Hiebwaffen.
Okay. Aber wir haben keins mit einer Abkürzung ZG. Ist das vielleicht veraltet? Keine Ahnung, ne? Hatte wegen der Patientenakte, hatte da nicht der Mike doch eine Ding zur Vorlage für fertig gemacht? Hat er noch nicht fertig, glaube ich, oder? Doch, ist schon auf dem schwarzen Brett, steht schon drin, wo du es findest. Ja, 1:20, wie viel ist das? Ich wieder raus aus dem. So. Oh, Brett. Wunderschön. Aber Callaway, vergiss nicht, wir müssen gleich hoch, ne? Ja, nach Sandy, ne? Yep. Ah, Chief ist auch im Dienst. Ah, das ist ja. Kurze Frage, steht irgendwas bezüglich einer Flatbed vom Verwahrhof auf den schwarzen Brettern irgendwo? Nee, habe ich jetzt zumindest nicht gesehen, nein. Ja. Ich schau nochmal eben fix, aber ich glaube nicht. Nee, dann passt das, alles gut. Nee. Ein Tremblay. Ja. Aber wissen Sie das? Zufällig ist eigentlich ein Vorfall nach Paragraph 7 Absatz 11 ZG, also Schuss-, Stich- oder Hiebwaffenvorfall, ist da eigentlich automatisch die Datenschutzaufhebung vorhanden, oder? Fragen Sie gleich bei dem nach dem Worker kurz jemanden aus der Administration. Nehmen. Okay. Ja, wenn jemand das Team OA würde, gerne Feedback von Ihnen sammeln bezüglich. Was ist denn die OA? Office hier Academy Gedöns. Nee, nein, Office of Administration. Ja, das ist verrückt, weil manche haben auch OA als Academy. Oh mein Gott. Oh ja. Einfach kann jeder. Obwohl, ist das nicht PA? Police Academy? Ist ja denn, es wurde wieder umgeändert? Okay. Lass uns runterfahren, weil sonst wird es ein bisschen eng mit der Zeit. Jo. Ich habe schon ein Fahrzeug eingetragen, können wir eigentlich direkt nehmen. Müsst ihr euch nur noch reinziehen. Nicht mehr. Ja, okay, ich guck mal, was für Fahrzeuge hier stehen. Hä? Ich sage, ich habe schon was eingetragen. Dann sagt er, ja, ich guck mal eben, was für Fahrzeuge. Hä? Bummel, jetzt bin ich verwirrt, Alter. Hä? Okay. Ich glaube, er möchte nicht, dass wir den Buffalo nehmen, warum auch immer. Ach ja. 410S, hier sind die 1 mit dem Waffen. Da war ich wohl schneller, wa? Ja, bin noch. Ja, ja, ist okay. Aber dafür sitze ich hinten. Ja, auf den alten Hasenzahl, wo es lang geht. Puh, Callaway, ich abgeschlossen oder so. Ja. Alter. Callaway, bleiben Sie da sitzen. Du bist nicht erschrecken, nur weil ich da vor mir neben sitze. Also, sollte ich auch noch nicht, so hässlich ist. Wahnsinn, ich muss ihm zuhören. Du bist wunderschön. Erst die 58 Funkzeug. Also, was süß, danke. Ja, haben Sie sich Infos gesammelt für den Worker? Ja, natürlich, und es gibt keine. Cool, ne? Nein, wegen den Fahrzeugen meinte ich jetzt, dass unterschiedliche Fahrzeugtypen besetzt werden, aber das ist ja eigentlich nur für uns, ne? BCSO intern eigentlich, ne? Hat ja eigentlich nichts mit unserem Rollcall zu tun jetzt. Das kann ich so ruhig sagen, doch. Ja, gut. Fangen Sie ruhig im Rollcall an die BCSO-Einheiten, denken Sie da noch natürlich Fahrzeuge zu setzen, mit dem Geländewagen und so. Ja, das brauchst du mir nicht zu sagen, da werde ich schon irgendwelche spontanen Worte finden. Wie immer. Weil primär brauchen die das unten ja gar nicht, weil. Was brauchen die mit dem Geländewagen, ne? Ich meine wir aber. Boah. Wir dürfen halt nicht nach dem Unwohlcall nochmal unseren Wohlcall machen. So oft. Also nicht jetzt krass, weil wir bestimmte Themen. Ansonsten bringt der Wohlcall halt nichts. Sonst haben wir doppelte Zeit. Ja, ne? Und das macht halt keinen Sinn. Wir machen das jetzt zusammen, damit wir Zeit sparen. Unter anderem auch. Ja, deswegen. Wir nehmen ihn mit. Ja, wir nehmen ihn mit. Fragen Sie eben. Okay, mit mir. Ja, oder so. Die sollen die Fahrzeuge besteigen. Check. Okay.
Und sehr wach. Ja, ich finde das Wort nur super lustig. Bin ich ehrlich. Ach ja. Und wie geht's dir sonst so, Trumpy? Alles gut? Okay, dann schweigen wir halt an. Mir geht's gut, und sonst? Ach so. Und dir? Ja. Kann ich nicht beschweren, ne? Noch eine Woche ohne Commander, ist doch schön, ne? Wie eine Woche ohne Commander? Also ohne Undersheriff. Ja, nächste Woche ist sie doch wieder da, oder nicht? Also ist sie dann bei uns? So. Oder nicht? Ach so, jetzt habe ich überlegt. Ja. Ist doch gut? Ja, ich freue mich. Und ich glaube, erstmal dickes, fettes Gespräch machen, ihr alle, ey. Wir so Leitstelle mit einer Information. In 5 Minuten findet unser Roll Call im Senderzustand. Das so Leitstelle Ende. Ich kann gerne auf dem PD. Das war sportlich. Ach, da ist Interceptor schon. Ich bin bereit. Check. Oha, du parkst jetzt mit einem Palito-Fahrzeug hier in Sandy. Ja, auf dem Sandy-Parkplatz. Uiuiui. Ja. Das Fuhrparkmanagement haut dich. Wieso? Einfach nur so. Einfach nur aus Prinzip. Schloss. Wärst du vergesslich oder wie? Nee, aber ich habe das Gefühl, ich habe wieder aufgeschlossen. Ah, okay, ich verstehe. Ah. Ein wunderschönen Chief, Hallöchen. Hallöchen. Moin. Wunderschön. Geht's Ihnen, alles gut? Ja, gehen Sie mal weiter. Okay, oh. Schön zusammen. Hallöchen. Hallo. Ein wunderschön. Das Gesetz. Ein wunderschön zusammen. Hallöchen. Hallo. Das Gesetz sieht es eigentlich so vor, dass erst, wenn man das meldet, das Friedensbruch ist. Aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Oha. Hallo. Hi. Hallo zusammen. Hallo, Rebecca. Hast du einen kleinen Moment? Hallo. Ja, nur ganz kurz. 24 Tankstelle, Danny Shores. Check. Alter. Ein wunderschön zusammen. Hallo. Bist du auch? Das ist ja viele hier, Alter. Wild. Ja, du auch mit, weil du bist jetzt als Assistant Sheriff hier vor, deswegen darfst du das halt gleich. Weil er meinte, wenn er oder du da bist, sollt ihr es halten, sonst Elena und ich. Ich sag's dir gleich. Das betrifft eine Flasche nur das PCSO. Nee, es geht um eine Anweise. Na, okay. Sollen die danach noch hier bleiben oder was? Alle vom PCSO, ja. Sag das dir her zu deiner Rechten. Weiß ich schon. Aber ich wollte dich bloß darauf vorbereiten, dass du damit was sagen darfst. Ja, gerne, kein Problem. So. Ich hab mich informiert. Das war ja nicht falsch. 411-1020, Sandy Shores SO. Boah, mit dem Chief jetzt in Anwesenheit. Gar kein Bock, ey. Bruder muss los. Aber gut. So, wer ist denn schon alles da? Was machen die da eigentlich? Was auch immer sie da tun. Ist doch sehr interessant. Ja, wird kuschelig hier, ne? So, kurze Frage an die Leitstellen. Sind soweit alle hier? SO ist vollständig. PD soweit auch. Wobei, nee, der Commander fehlt noch. Ja, der Lieutenant auch noch und der Chief. Ja, ah, da sind sie. Ja. Gut. Moin. Ja. Einmal schön. Also, ich mach's kurz und bündig. Herzlich willkommen zum Roll Call. Okay. Ich hoffe, alles geht Ihnen an gut. Er macht's. Folgende Sache. Okay. Also, wir haben eine Gehaltserhöhung bekommen. Cool. Jeder von Ihnen bekommt nun $5.
wobei die Rekruten von $65 auf $80 die Stunde erhöht wurden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die zweite Sache ist die. Schön, dass er das übernimmt. Wir haben neue Kollegen im LSPD. Ich glaube, 7 waren es an der Anzahl. Herzlich willkommen. Genießen Sie die Zeit. Kurz und bündig. Gut sind und Fehler machen dürfen. Ja, aber echt für Menschen. Vergessen Sie es nicht. Wenn Sie Fragen haben, gehen Sie zu einem Ausbilder, zum Sergeant, vorgesetzten Officer und sonst wen. Machen Sie die Module, hören Sie aufmerksam zu. Lesen sich die Gesetze durch. Wenn Chief da ist, dann... Vor allem das Polizeigesetz ist sehr wichtig. Und dann wird das schon was. Genau. Ich habe noch eine andere Sache, die wichtig ist. Und dann werde ich das Wort an die entsprechenden Abteilungsleiter übergeben. Mir wurde zugetragen, dass einige Fahrzeuge des LSPDs und des BCSO nicht richtig aufgetankt werden, bevor man dann den Feierabend macht. Gleich so. Wir werden daher jetzt folgendes... Gleich einfach so, das war's schon. Ja, aber echt. In den kommenden Tagen, also ich habe das an die IT weitergegeben, wie das protokolliert, wer welches Fahrzeug fährt. Das erfolgt über automatisierte Systeme. Cool. Und auch in welchem Zeitraum sie drin saß, mit welcher Einheit. Finde ich gut. Und dann kann zurückverfolgt werden, wer sein Fahrzeug nicht aufgetankt hat, weil das kostet uns alles Zeit, Mühen und Nullte, die wir da umsetzen müssen und rein investieren müssen. Und der Fuhrpark, der rennt Ihnen da wie sonst was hinterher. Finde ich bitte gut. Bitte tanken Sie doch einfach Ihr Fahrzeug auf, nachdem Sie es geparkt haben. Ja? Nachdem Sie beschlossen haben, in den Feierabend zu gehen. Also, Sie fahren vor Dienstende nochmal kurz die Tankstelle an in der Nähe, auffüllen, Wagen abstellen. Fertig. So, gut. Jetzt beginnen wir einmal mit dem BCSO. Ja? Und ja, ich danke Ihnen erstmal. Jo, dann würde ich einmal kurz operationsseitig starten. Ein Hinweis an die Leitstellen, die dann hier unten im BCSO aktiv sind. Achten Sie darauf, dass die Fahrzeugtypen gemischt sind. Heißt, dass wir sowohl geländetaugliche Fahrzeuge aktiv haben, als auch normale Fahrzeuge. Ja, damit wir da eine gemischte Fahrzeugtypen haben. Das von der Operation, von der Academy wurde mir gesagt, gibt es keine Punkte. Dementsprechend würde ich wieder an das PD, beziehungsweise an die Operations vom PD übergeben. Gut, dann bedanke ich mich erstmal noch bei den Kollegen für die Mithilfe gestern beim Einsatz in Rancho. Da kam es ja leider zu einem Schusswechsel mit einem Barricaded Suspect. Wie gesagt, mal für Sie die Situation vor Ort. Wir hatten, waren dabei, eine Wohnung zu öffnen. Nachdem sich dort keiner gemeldet hatte, kam dann der Bewohner. Nachdem man geparkt hat. Natürlich, ja, klar, Dennis. Wenig gefreut, dass wir hier vor Ort waren. Ist dann nach kurzer Diskussion mit uns wieder nach drin gerannt, hat sich auch dort verbarrikadiert und wurde dann vor Ort vorgefunden, also im Gebäude nach dem Aufbruch der Wohnungstür mit einer Schusswaffe in der Hand. Und also die Schusswaffe dann auf uns gerichtet hat, auf die Beamten, musste natürlich dann das Feuer öffnen, um ihn zu neutralisieren. Soweit mir bekannt, kam der Herr aber sehr glimpflich davon, lediglich einen Treffer am Bein. Wie gesagt, dementsprechend seien Sie auch im Bereich Rancho erstmal weiterhin vorsichtig. Könnte sein, dass dort eventuell dann nochmal eine, wenn man sagen, Racheaktion, Antwort oder ähnliches erfolgt, aufgrund dessen, dass wir ein potenzielles Mitglied der Gruppierung dort unten verletzt haben. Des Weiteren freut es mich, verkünden zu dürfen, dass wir heute insgesamt 5 Beförderungen verkünden dürfen. Oh. Einmal PD-22 Hope vom Officer 1 auf den Officer 2. Die PD-51 Winters vom Officer 1 auf den Officer 2. Die PD-57 Demirel vom Officer 1 auf den Officer 2. Weiterhin die PD-61 Hopkins vom Officer 1 auf den Officer 2. Und abschließend die PD-90 Reed vom Officer 1 auf den Officer 2. Ich würde Sie auch bitten, Kollegen, nutzen Sie aktiv den Reiter am schwarzen Brett, den Beitrag, um benötigte Fortbildung zu hinterlegen. Ja, hinterlegen Sie Ihre Dienstnummer, damit wir operationsseitig auch die Fortbildung bedarfsgerecht planen können. Wen meinst du, oder Trampley? Ja, gerne auch die Kollegen vom BCSO nutzen, wenn Sie sich da einklinken möchten. Letzten Endes, die Fortbildungsinhalte sind ja dieselben. Ja. Gut. Wir haben eine Beförderung übrigens vergessen.
nochmal zur Erwähnung, Mr. Chris Keller ist jetzt von einem Lieutenant auf einem Captain. Ja, Davis. Ah, okay. Ja, das hätte ich dann im Zweifelsfall Mr. Tanaka überlassen. Dieser ist gerade nicht zugegen. Dementsprechend hätte Mr. Chris Keller seine eigene Beförderung verkünden müssen. Oder eben sie müssen. Ja. Gut. Ansonsten gibt es erstmal operating-seitig die Frage in die Runde. Lieutenant, Captain, haben Sie noch Neuigkeiten? Ja. Eine Anmerkung nochmal, ein guter Busfahrer. Ah. Erwähnt, auch heute nochmal, wenn wir mehr Kollegen im Dienst haben, wenn Sie durch Akten oder andere Informationsgrundlagen Einsätze in Betracht ziehen wollen, zwecks Ergreifung von Tatverdächtigen, potenziellen Tatverdächtigen und zur Entkriminalisierung einiger Gebiete, kommen Sie auf uns zu bei der Operations, schlagen Sie uns einen Einsatz vor, zeigen Sie uns einen Einsatzplan und gegebenenfalls werden wir mit ein paar Anmerkungen Ihnen diesen genehmigen. Und Ihnen einen Sergeant zur Verfügung stellen, um diesen durchzuführen. Nutzen Sie diese Chance. Auch Sie dürfen Einsatzleitungen haben. Auch Sie dürfen Einsätze vorschlagen. Und denken Sie daran, dass Sie auch reingehen. Was? Man muss was machen? Dienstanweisungen ermitteln sollen. Wir möchten das gerne fördern, damit Sie auch mehr Erfahrung sammeln können und in den größten Notfällen auch dementsprechend deutlich mehr Einsatzerfahrung haben als Einsätze. Ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, aber Polizisten ermitteln sogar. Was? Naja. Gut, Frau Carter, möchten Sie noch was wegen dem Fuhrpark loswerden? Auch Sie dürfen Frau uns Carter? Arbeit abnehmen, aber echt. Lauter bitte. Ja, Moment. Nur noch zur Erinnerung, dass Mike-Streifen zum Beispiel wirklich nur als ab O2 gefahren werden dürfen, wie eben in der Anliegen. Auch Sie steht. Dürfen Ihre Arbeit. Willst du jetzt auch nicht schießen? Punkt, möchte ich ganz kurz einhaken. Ich verstehe nie, warum Leute zu mir kommen und sagen, Herr Weiß, ist das denn jetzt so? Da sage ich ja, wie kommen Sie darauf? Der steht in der Dienstanweisung. Merken Sie dann selbst, dass die Frage sich erübrigt? So wie es da steht, ist es auch Hand zu haben. So, Sie können fortsetzen, Frau Karte. In diesem Punkt ist auch egal, ob da ein Sergeant oder ein Lieutenant oder sonstigen Kram bei ist. Das ist aber 2 und damit aus. Hinzu kommt jetzt noch, wenn Sie eine Überführungsfahrt haben, zum Beispiel zur Staatsanwaltschaft, können Sie einfach einen Anwaltsvektor nehmen, falls notwendig zum Beispiel. Wenn Sie da alleine rüberfahren müssen oder ähnliches. Und ansonsten. Kann man Anmarkt nehmen. Okay, cool. Oh, nee, korrekt. Wir hatten noch vergessen bezüglich dieser Supervisor-Fahrzeuge. Eine Information an die Supervisor hier im Haus. Wenn Sie mal nicht fahren wollen, können Sie ebenfalls auch einen Officer, der dabei ist, das Fahrzeug fahren lassen, denn es ist auch angedacht, dass das Supervisor-Fahrzeug gefahren werden kann. Hauptsache, da ist ein Supervisor dabei. Ja, das betrifft einfach jedes Fahrzeug, ne? Also sobald ein Officer dabei ist, der den entsprechenden Rang hat, auch Sie können dürfen Sie nehmen. Das auch tatsächlich, tatsächlich, okay. Darf es auch gefahren werden, ja. Wird das in der Dienstanweisung mit verankert, weil es steht anders drin? Was steht da drin? Ab Commander. Okay. Muss korrigiert werden. Kann ich übernehmen, Chief? Ja, bitte korrigieren Sie das. So. So. Okay, hat die Academy noch etwas? Vom PD? Ich glaube nicht. Negativ, wir haben nichts. 7 neue Rekruten, wurde schon genannt, alles in Ordnung. Passt. Wunderbar. Hat die Administration noch etwas zu berichten? Nö, soweit auch nicht. Doch. Achso, stimmt. Das Hauptgans müsste noch seinen Standardsatz einmal wiederholen von gestern. Also, nochmal, die Tateinheit und die Tatmehrheit. Wenn mehrere Straftaten in einer Handlung, also dieselbe Handlung vollzogen werden, wird nur die höchste Strafe dazu anerkannt. Fragen können Sie das mal für ganz Dumme erklären, damit es auch jeder versteht, nicht, dass ich an Ihrer Intelligenz zweifeln möchte, aber... Wenn jetzt zum Beispiel einer in Alter... Auch Sie dürfen die Dienstanweisung korrigieren. Ja. ...und im selben Zug ins Auto reinspringt, weil er abhaut, weil er merkt, dass es PD kommt und dann mehrere VGS-Regeln gebrochen hat und Stoppschild überfährt, den Anweisungen nicht Folge leistet und so, dann zählt zum Beispiel nur der Diebstahl an sich, weil die Handlung auch die Flucht mit inbegriffen ist. Das heißt, es wird nur der Diebstahl angeklagt und es werden alle anderen Sachen nicht angeklagt. Aber wenn es jetzt dann zu Gericht kommen würde, wir schnappen den, wir haben die Fingerabdrücke, der Richter selbst entscheidet dann auch, dass im Mindestmaß zum Beispiel von $750
und 30 Afteinheiten drin ist, weil die gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr da auch drinnen ist. Ja, jetzt habe ich aber kurz eine Frage. Ja. Tragen Sie das in den Bußgeldkatalog dann ein? Nein, dass er im Tatvorwurf selbst wird die ganze Handlung beschrieben und im Bußgeldkatalog wird nur eingetragen die höchste Straftat. Lol. Gut. Hä? Wenn es vom gleichen Fall ist, ne, muss man sagen. Wenn jetzt einmal Waffenbesitz ist mit STGB schwere Körperverletzung, ist es natürlich beides zu nehmen. Nur wenn jetzt zum Beispiel eine schwere Körperverletzung ist, dann nimmt man... Machen Sie mal ein Beispiel, Herr Kukum. Machen Sie mal ein Beispiel. Ich habe ein Beispiel. Eine Dame läuft mit einer Machete durch South LS, eine illegale Waffe, und verletzt damit eine Person. Dann ist das einmal illegaler Waffenbesitz, der illegal ist, der bestraft wird, und die Körperverletzung. Eine, ich komme nicht auf das Wort, gefährliche Körperverletzung. Das sind trotzdem noch zwei separate Sachen. Aber wie Herr Hopkins gerade sagte, wenn ich jetzt im StVO-Bereich zum Beispiel fliehe, dann kann man nicht alle StVO-Delikte aufzählen, sondern einmal den größten nur. Zum Beispiel einen von den Straßenverkehr. Okay. So ist das. Hä, ist doch voll unnötig kompliziert. Ja, oder beispielsweise auch bei einer Mordermittlung oder bei einer Mordakte. Da gilt natürlich Mord als größter oder höchster Tatvorwurf. Ja. Was uns aber dann wiederum Vorteil gibt, sollte eine Gerichtsverhandlung beispielsweise herauskommen, dass die Mordvorwürfe oder die Mord im Versuch Vorwürfe sich nicht bekräftigen, kann dennoch was anderes verurteilt werden, weil bis dato war es dann meistens ja so, wenn der Mord nicht gegeben war und die Akte schon verjährt war, wurde das ganze Ding vor die Wand gefahren. Gut. Hat da jemand zu eine Frage? Okay, interessant. Wir können die Schusswaffe wieder einpacken, Ma'am. Wunderbar. In diesem Sinne, dann ist der Rollcall jetzt um 19.56 Uhr am... Sagen wir mal für ein Datum überhaupt. Am 17.04. Wir können ja ruhig mal auf das Scheiß-Telefon auch das Datum drauf schreiben, oder? Mann, aber wirklich. Gut. Dann können Sie jetzt wieder Richtung Stadt fahren. Eine Bitte noch an die BCSO-Kollegen. Einmal noch mal kurz hier bleiben. Okay, unser Bus kommt erst in 21 Minuten. Gut, ja dann. Academy-Bus fährt in wenigen Minuten ab. Passt auf euch auf. Guten Abend noch. Ciao, ciao. Rüber. Ja, nach euch, nach euch. Ne? Hi. Ja, wurde gefragt, ob es von den Detectives was gibt. Nein, oder nicht? Wie immer. Ein Stau hier, Mensch. Ja. Ja, echt mal dran. Ja, jetzt bin ich. Der Chief hat doch übernommen. Also, ja. Du hast doch direkt wieder abgegeben. Du kannst dich ja gar nicht rausreden. Es geht im Großen und Ganzen darum, ich habe gestern mit Kreuzkirchen ein Telefon abgeführt, weil mich ein Mayhem angeguckt hat. Gab's denn was Wichtiges? Die Anweisung zur Zeit ist erstmal. Nicht auf das Gelände. Na, das Ding im Trailerpark oben hier. Auffahren, guckt ab, du bewegst, dann hast du mal beobachten. Nicht direkt diese Schleife fahren, weil ja, die neue Gesetzlage ist so unnötig kompliziert, dass. Ja, so, ja, schon. Dort hört ja gar nicht zu. Ich glaube auch. Ich soll nicht in irgendeine Schleife fahren. Kannst du mal wiederholen? Kannst du vielleicht mal was dein Handy weg? Ja, warte mal, gib doch mal eine Sekunde. Warte mal. Nee, das darfst du halt jetzt machen, wenn er nicht zuhört. Wenn dann die Deputies sterben, ist er dran schuld. Ja. Weil einfach da nicht hin, wo sie hinfahren. Aber warum? So, jetzt hau raus nochmal. Ich für die Woche, während Elena und ich im Urlaub sind. Für die Deputies. Woche. Oh mein Gott. Elena, Tilo. Ich da sind. Alter. Ja. Alter. Was soll da gemacht werden? Nee. Ich soll. Wie ist die Lage? Das war aber ein bisschen doof ausgedrückt, was die gerade gemacht haben. Naja, wir warten gerade noch auf eine Nachbesprechung. Was meinst du, Payne? Weil die Sache ist die, Diebstahl und gefährlichen Eingriff gleichzusetzen, ergibt keinen Sinn. Weil sobald er dieses Auto einsteigt und von der Polizei wegfährt, geht er ein ganz anderes Delikt als das mit dem Diebstahl. Ja, du, auch da klopp dich mit der Admin. Kann ich auch machen. Bin ich ehrlich. Also das ergibt nämlich faktisch gesehen überhaupt keinen Sinn. Die Admin Sinn, steht da noch, ne? Da ist auch der Captain mit bei. Okay. Ja, jetzt rennen sie weg. Ja, kaum spricht man über sie. War auch ein guter. Ja, Pain. Pain manchmal, ne? Manchmal. Ja, wie wir ihn kennen und lieben. Mhm, genau, richtig. Und auch mich. Oh Mann. Mir geht es gut soweit. Ja, bestens uns selbst. Ja, schön zu hören. Ja, wie. Wenn nämlich ich beklagen. Das ist doch gut.
Ja, war, ja, stimmt, ist auch ein Busfahrer gewesen, ne? Stimmt. Ja, schon wild, ne? Was abgeht. Ah. Oh, mein Nacken, ey. Aber es sind doch jetzt nicht alle Kollegen, oder? Doch, ja, Penn fehlt halt noch. Echt? Warte mal, ja. 2, 4, 6, mit mir 8, Payne 9. Ja, mehr sind 3, 6, nicht, na, Moment. 9. Callaway fehlt. Was das sein? Irgendwo fehlt eine. Rebecca auch, Lucy auch. Ja, wild. Na krass. Ja, wild. Also, kommen alle von LST. Alle von LST kommen hier rüber. Ah, schön. Ja, wir sind heute 10. Oh, cool. Mal gucken, für wie lange. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja, 20 Uhr. Ja, mal gucken. Sie reden gerade noch ein bisschen. Oh Gott, das soll nicht jeder mitkriegen. Alles gut. Kriegen Sie eh gleich gesagt. Dann ist das so. Gut, dann klären wir das jetzt mal so. Ja. Das ist ja nicht so schlimm. Dann quatschen wir gleich nochmal, weil ja, ich ja, erstmal, dass jetzt Leute auf die Straße kommen hier. Ja, ich hol mal eben Payne nach vorne. Genau, also es geht halt wirklich in dem Fall nur darum, es ist ja im Endeffekt aus dem Diebstahl heraus resultierend die Flucht. Einfach das, ja, das ist jetzt einfach der Sprung jetzt zum PDS gehen. Ja. In dem Moment. Okay. Kann ich kurz stören? Payne, kannst du kurz reinkommen? Dann könnt ihr gerne weiter quatschen. Dann bedanke ich mich trotzdem noch. Dankeschön. Kein Thema. Soll ich hier warten, oder? Warte mal. Callaway? Ja, und dann Datenschutzerhebung ist ich muss mal kurz stören. Callaway, ja, kommst du noch mal kurz einmal mit rüber? Dann könnt ihr gerne weitermachen. Ja, ja, gleich. Ja, die ist aufgehoben, sobald die Gewalt hat vorliegt. Ja, ich glaube, er war noch ein bisschen aufgebracht, weil das war 1,5 Stunden nach seinem Wildunfall. Wie? Was? Er hat noch ein Tier getötet? Welches Auto? Nee, er ist ausgewichen. Nee, deswegen stand der Karakara auf der Reparaturliste. Also, wir fassen zusammen, Herr Kowalski hat erst fast ein Tier überfahren und danach hat er sie verletzt. Läuft für ihn. Was? Entschuldigung. Die Statistik ist auf jeden Fall. Nein, ich wollte jetzt gerade nur ein bisschen auflocken. Also, er hat sich auch entschuldigt und das war auch nicht mit Absicht, definitiv nicht. Okay, hört mich hier an? Ja. Also, Frau Howell, hören Sie mich? Hallo? Nein, Frau Howell, kommen Sie mal bitte rüber hier zu mir. Kommen Sie mal ein bisschen ein Stück ran. Warte, wollen wir nicht die Parade des SAPD üben? Einen Kreis? Ja, ist jetzt so, okay. Als ob ich jetzt aufstehe. Hört mich jeder jetzt? Passt das so? Weil ich will auf die Straße. Ja, ja. So. Gut. Also folgendes für Sie zur Information. Ich habe im Chief Rücksprache gehalten. Es ist meine generelle Information. Wie ich es beim Worker tatsächlich vergessen. Es geht um den Flatbed unten. Am Verwahrhof. Jede Person, die einen LKW-Führerschein hat, darf diesen fahren. Aber, war klar, dass dann aber kommt, oder? Ja, schon. Mindestens ein Officer, Deputy des Ranges anders Sheriffs, in unserem Fall oder Commander, im Falle des LSPDs, muss gefragt werden, ob dieser gefahren werden darf. Wichtig dabei ist, alle Unternehmen müssen vorangerufen werden. Wenn die erreichbar sind, müssen wir warten, haben wir Pech gehabt. Ja, wenn ich jetzt hier einfach losfahren, dann geht auch 3 Jahre. Wenn keiner mehr erreichbar ist, wirklich, erst dann dürfen wir diese benutzen, um damit halt dementsprechend alles abzuschleppen. Im Verwahrhof oder so. Okay. Ja. Denken Sie aber dran, so ein Flatbed, achten Sie auf Ihre Sicherheit, ja, wenn Sie damit rumhantieren. Ja, aber echt, Phoenix, aber echt. Wie funktioniert, bevor Sie dann anfassen und ein Seil reißt, fällt ab und knallt Ihnen den Kopf ab. Wäre schon blöd. Das ist das Abschleppfahrzeug, oder? Richtig. Ich habe die Musik gerade ein bisschen höher, lauter gedreht. Dazu. Ja. Wird dann auch der LKW-Führerschein jetzt gefördert oder fällt das nicht mit darunter? Nee, der wird nicht gefördert. Okay. Der 1011 aktiv. Nee, so fangen wir nicht an. Nee, nicht für den LKW, weil primär ist ja wirklich nur für Notfall da und dafür lohnt sich nicht, den LKW-Führerschein zu fördern. Die verdienen jetzt besser. Also, verdienen echt mehr. Also, ab heute schon, oder? Nee, er ist Rekrut, er verdient 20 mehr. 15. Ja? Wow, Alter, scheiße. Wow, ey, jetzt wird's immer wilder. Junge, ich bin ja... Oh, wow. Naja, den Unterschied Aussage war, sie verdienen jetzt 5 Dollar. Ich freue mich. Das ist deine Sache. Fand ich auch sehr schön. Ja. Vom Haus. Gut. Entschuldigung, bitte, was? Was? Ich habe gesehen, mein Gehalt. Ich muss mal, glaube ich, deine Sicht anrufen. Super, egal. folgendes, wichtige Information jetzt. Ich bin gerade zugeteilt von Herrn Williams und Frau Williams.
Von Herrn Kowalski. Folgendes, es geht darum, Sie kennen hinten diesen Hotspot aktuell mit dem Trailerpark, richtig? Er kennt ihn nicht von Ihnen. Nicht schlimm, wenn Sie ihn nicht kennen. Gut. Die nächste Woche. Also Sie können sich da orientieren. Frau Williams und Herr Williams sind eine Woche jetzt im Urlaub ab heute, bis nächste Woche Montag, korrekt? Bis Sonntag, aber ja. Okay, gut. Also nächste Woche Montag, bis dahin gilt das. Ab dem nur nächste Woche Montag können Sie das, ist das wieder aufgehoben. Ja, das heißt folgendes. Während dieser Woche fahren Sie nicht auf das Gelände des Trailerparks. Also nicht in diesen Kreis rein. Also Sie können davor langfahren, die Hauptstraße, da wo wir letztens die Übung hatten, aber nicht in diesen Kreis reinfahren, wo die Trailer stehen. Das hat den Grund, Herr Williams, dürfen wir den Grund aussagen, Frau Williams? Ja, ne? Hat der Kowalski gesagt, sollen wir nicht sagen. Nö. Okay, können wir sagen. Perfekt. Ja, alles klar. Es geht darum, da ist ja aktuell sehr viel Aktivität. Wir müssen rauskriegen, was da los ist. Klar denkt man sich jetzt so, ja super, hey, warum verbieten Sie uns denn da reinzufahren? Es ist so, aktuell ist noch nicht geklärt, was die Fronten da gelten. Unsere Vermutung, wir haben die Vermutung, dass dort tatsächlich zwei Fronten aufeinander knallen. Wo wir nicht wissen, was genau und wer genau und warum. Bis das geklärt ist, lassen die Sache jetzt einmal eine Woche ruhen und gucken, was passiert und welche Fronten sich da entwickeln. Und überlegen uns dann nach dieser Woche, wenn die Detectives wieder da sind, schauen wir dann, was genau wir machen, wie darin vorgehen. Die ganze Geschichte ist einfach der einzige Grund, da wir sie schützen wollen, ja, dass sie dann nicht zwischen die Fronten geraten. Ja. Weil sie kennen das selber, stellen sie sich vor, sie haben ein streitendes Ehepaar oder zwei streitende Frauen oder Männer und sie rennen dazwischen, kriegen sie mindestens ein aufs Maul. Ja? Dementsprechend halten sie sich da raus, beobachten sie, heißt jetzt nicht, wenn da Gesetzesverstöße stattfinden, dass sie das nicht ahnden, das tun sie. Trotz dessen schauen sie, dass sie sich da einfach fernhalten wollen. Sie können gerne vorbeifahren, fern immer gerne beobachten, sich mal hinstellen und schauen, was da abgeht, auch vom Wasserweg aus, rechts seitens MPU. Aber da auf jeden Fall erstmal zurückhalten. Gerne auch aus der Luft, wenn wir jemanden Piloten haben. Nein, noch nicht, leider. Einfach von außen beobachten. Okay. Gerne auch schauen, wer da so hinfährt, wer da wegfährt. Das kann auch tatsächlich sehr interessant sein. Also negativ habe das Kennzeichen schon gefunden. Gut. Okay, das ist von meiner Seite aus. Ja, was? Als kleine Ergänzung noch dazu, das gilt zwar erstmal für die Woche, aber auch auf Widerruf bis Herr Tremble bzw. Herr Kowalski können das auch jederzeit aufheben wieder. Das ist durch ein Ereignis gestern entstanden zwischen Herrn Kowalski und mir, warum die Vorsicht erstmal kurz gegeben sein muss, bis Frau Williams, Herr Tremble, Herr Kowalski und ich das geklärt haben, was da genau vorfällt. Oha. Genau. So, von meiner Seite aus ist das dann. Hat noch irgendjemand was? Ich habe nochmal... Achso, ja, mach du zuerst. Du warst Info-Hotline. Mhm. Ah ja, geht gerade ein Rand auf rein nach dem anderen, das hat ich noch nie gehabt. Die SC-62, ja, Pain hier. und was? Da wollte ich einmal kurz ansprechen, von meiner Sache, was ich dann halt so mitbekommen habe, weil ich das auch gerne öfters mal also selber mache, nicht als Ausbilder, sondern als jemand, der die Schulung so besucht. Es ist grundsätzlich für Deputies keine Pflicht, ne? Also die Rekrutenschulungen sind ja grundsätzlich für die Rekrutenpflicht, um ihre Prüfung am Ende abzuschließen. Aber ich habe selber gemerkt, das kann ich halt nur so weitergeben. Gerade bei so Sachen, die wir haben ja eine relativ geringe Einsatzdichte hier oben im County. Gerade bei so Sachen, die relativ selten, wirklich selten passieren, wie zum Beispiel ein Felony Stop, hilft es tatsächlich manchmal auch so eine Schulung auch nochmal wieder zu besuchen. Weil auch diese Rekrutenschulung, um sich das einfach nochmal anzugucken, das Wissen aufzufrischen, das können Sie besuchen. Aber hier ist wichtig, das will ich direkt hervorheben, das ist keine Pflicht. Also es ist rein alles auf freiwilliger Basis. So, ja. Das war's von mir. Ich habe auch nochmal was, das hatte ich vergessen, den Herrn Brent Deering zu sagen für den Allgemeinen Ruhrkorps. Ich gestern als Leitstelle, einige Kollegen haben es gestern schon gehört von mir. Ich bitte euch darum, wenn ihr mit dem Bus runter ins MRPD fahrt wegen den Ruhrkorps, dann tut das im Funk bitte durchgeben mit der Bus rollt und Bus ist angekommen. Weil ich hatte gestern die Situation, ich wusste nicht, wo der Bus ist als Leitstelle, weil ich in einer externen Streife gefahren war und ich musste dementsprechend dann den Kollegen hinterher telefonieren. Und dass wir das einfach ein bisschen umgehen, einfach im Funk durchgeben, dass für alle, die ihn noch nicht, ja, aber echt, für alle, die ihn noch nicht kennen. Hallo, ist die, als Leitstellen, die, verdammt, ich hab's dann nur mal vergessen. Bus fahren, 64, 62, Pain. Da wollte ich nicht. Warte mal, welche Nummer hat er? Ich hatte auch noch eine Information. 62. Ich würde ganz kurz vorher einmal der Frau Williams das Wort geben, weil sie hatte im anderen Video nicht die Chance dazu. Ja. Seitens der Detectives.
Ja gut, das war halt das mit dem Trailerpark, ne? Das heißt Time to Shine gerade. Noch irgendwas? Frau Williams? Nee, das andere hatte ich angesprochen, das wäre schon noch am schwarzen Brett. Jetzt 67 wäre lustig, dass warum? Die Hinweise ab jetzt über einen Account laufen sollen und nichts mehr privat. Okay, gut. Dann Frau Hull. Okay. Ich wollte das gleich mal die Sheriffs aufziehen. Also es ist hauptsächlich jetzt erstmal hier für McFarlane, weil er der einzige Rekrut mit mir hier ist. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit den Kollegen, die keine Rekruten sind, aber... Ja, schieß los, komm auf den Punkt. Information von Herrn Tanaka bezüglich Rechtsschulung. David Phoenix war... Ach so, da ist der dran. Okay. Wollte ich nur nochmal weitergeben. Na gut. Weißt du auch da schon, dass da vielleicht jemand kommen soll oder jemand in der Schreibung treten wird, der das auch machen kann? Aber das decken sie mehrere Informationen, wenn es denn 100% safe ist. Ja gut, weitere Informationen habe ich nicht, aber ich habe Ihnen ja, Herr Tremblay, erzählt, dass ich den Herrn Tanaka angeschrieben habe. Sie meinten ja viel Glück. Dieses Glück habe ich tatsächlich, weil er hat zurückgeschrieben und hat gemeint, er kümmert sich drum. Und ich wollte das nur weitergeben, weil finde ich immer besser, bevor dann 1000 Leute ihn fragen, da reicht es, wenn einer fragt. Ja, das wäre schon. Ich hätte nur eine ganz kleine Anmerkung noch, die könnte heute Abend eventuell noch interessant werden. Ja, gerne. Gestern war Kowalski die einzige Streife im Norden war. Da hatten wir auch die Leitstelle nicht, da wurden wir wieder in die Stadt zum Verwahrhof hingeordert. Von der PD-Leitstelle. Und Ende vom Lied war, da waren dann zwei PD-Streifen. Ja. Ja, wir fahren einmal, ich standen da wieder umsonst rum und im Norden war sonst keiner gewesen. Aber steht es nicht sogar bei uns am schwarzen Brett, dass nur Amtshilfe geleistet wird, wenn mindestens zwei Streifen bei uns hier oben sind? Ja, richtig. Aber wir hatten keine BCSO-Leitstelle und dementsprechend war die Leitstelle uns Weisungsbefugten. Das ist schlecht. Die wissen das aber alle unten. Den theoretisch, das gesagt, ja. Frau Carter ist da mal auf mich zugekommen gewesen, weil ich das auch mal gefragt hatte. Und die wüssten das aber eigentlich. Na, ich wollte es noch mal kurz anmelden. 530-1040, Rest Highway. Check. Gut, sonst noch irgendwas? Ja, mir ist gerade was aufgefallen. ich habe gerade eine Mail gelesen, deswegen. Herr Brandtiewing, für Sie 29. April sind Sie da. Was ist das für ein Tag? Keine Ahnung, müssen Sie nachkommen. Geht nur das Datum. Samstag könnte schwierig werden, aber wieso? Hier folgendes, gegenüber der Herbal Witchery, wird es auch gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du meinst, ja. Leuchtturm. Genau, wird diesen Jahr wieder eine Witch Prom Night stattfinden zum Walpurgisnacht, was auch immer das am Samstag ist. Hexenfeuer. Achso. Spannend. Cool. Am 29. April ab 19.30 Uhr Anfrage seitens Alice Moments bezüglich Absperrung, also Straßensperrung und sowas. All dies soll gegenüber des Firmensitzes auf der Wiese stattfinden. Letztes Jahr hat man dafür eine Sperrung errichtet, die wir auch dieses Mal gerne haben würden. Dementsprechend braucht bitte Alice Moments von Ihnen, Herr Van Diering, bis zum 23. April eine Rückmeldung. Kümmern Sie sich einmal drum, ob Sie das, wie Sie das schauen, sich das gerne heute an, wenn Sie noch im Dienst sind. Und rufen Sie Alice Moments gerne an und klären Sie das immer. Ja. Könntest du das? Ja, die weiterleiten die mehr, ja. Kein Problem. Ja, beziehungsweise, ja, okay, dann trage ich das nachher in die Liste ein, in die Eventliste. Weiterleiten. Brand-Leaving. Du heißt nur Brand Adventure, ne? Jupp. Aber ohne D, so. Ne? Ja, es gibt. Achso, eine Sache habe ich noch kurz, ist mir gerade aufgefallen. Wenn Sie irgendwelche Anliegen haben für Species O, sagen Sie die auch im normalen Worldcall. Diesen Worldcall, was Sie jetzt hier gerade machen, diese Nachbesprechung, ist jetzt nur der Grund gewesen, bezüglich dieser Sache mit dem Trailerpark, einfach aus dem Grund, damit das Species das LSPD schon auf Streife kann. Tun Sie mir mal einen Gefallen, sowas, Sie können euch auch alles im normalen Worldcall anmelden, ansagen, weil sonst dauert es noch länger und Sie sind nochmal 50 Minuten nicht auf der Straße. Also heißt, Sie können auch alles ansprechen. Muss das LSPD, muss ich auch Ihre Sachen anhören, wir holen uns auch deren Sachen an, ja? Da wäre die Info mit dem Trailerpark ja auch wichtig für die, weil die ja ab und zu auch Streifen im Norden übernehmen. Eigentlich ja, aber da können Austausch zwischen Operations stattfinden. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Auto ist gerade in der Woche höher als beim PD. Aber im Prinzip trifft auch eigentlich mehr die Art bestimmten. Genau, das sind prinzipiell bitte alles trotzdem
Nochmal Worker ansprechen. Gut. Na dann. So, sind wir da fertig? Dann ja, raus mit euch. Auf geht's. Gut, ich bin im Büro, ich bin kurz auf Klo und im Büro, falls jemand irgendwas von mir will. Ja? Ich muss aber kurz, sonst gibt's Umf. Naja, wenn du. Ja, bitte. Es sollte von überhören von Grapeseed, da hat sich nur noch ein Dienstwagen befunden. Ja. Und das war die 517S. Ja. Die ich ja auf Anweisung dann hochgefahren habe. Ich würde die aber ungern halt wieder runterfahren, weil. Andersrum, das war jetzt nur für den Rollcall. Aber ja, ja, ist gut. Kriegen wir hin. Dann fahren wir gleich zusammen. Ja. Hm? Fragen Sie mal die Leitstelle, ob das für die okay ist. Und dann machen wir das gleich, ja? Ja. Dann, ich kann das auch mit ihm alleine klären. Aber Witz schon. Ja, darfst du aber nicht. Hi! Ja, ich hatte eine Frage. Weiter. Datum, Ort, Event. Bei der Herbal Witchery. Zack, bumm. Warte mal. Ich trage jetzt gerade die Daten nach und nach ein. Straßen. Witch Prom Night. 29. April. Boah, ich weiß nicht, ob da was ist bei mir. Ah, die Wochenenden sind bei mir echt beschissen. Momentan. Leider. Ist in Ordnung. Wir haben noch mal kurz eine Minute auf die Platte. Dann okay. Ja, Oskar. Tschüss. So. Am 29. April. Punkt, Punkt, Punkt. So. Buslinie Nord 2, aktiv Richtung MAPD. Okay. Check. Gut. Dann wollen wir mal. Haben wir wieder mal was zu tun hier. Okay, was haben wir jetzt hier? Möchte in diesem Jahr wieder. Dies sollte gegenüber des Firmensitzes auf der Wiese stattfinden. Gegenüber des Firmensitzes auf der Wiese. Im letzten Jahr hat man dafür eine Straßensperre errichtet, die wir auch dieses Mal gerne beantragen würden. Für Details melden Sie sich gerne unter blablabla und fragen Sie direkt nach mir. Generell erbitten wir ein finales bis zum 23. um unsere Planung ebenfalls umdisponieren zu können. Vielen Dank vorab. Okay. Scala Teasdale. Co-CSO. CEO. CSO. Gegenüber dem Firmensitz auf der Wiese. Ja, wo gegenüber? Es gibt so viel gegenüber grundsätzlich. Also, die Herbal Witchery ist ja hier. Ich nehme mal an, dann ist die Wiese hier gemeint. Das heißt, die würden eine Straßensperre hier vorne brauchen. Könnte ich mir vorstellen. Beziehungsweise, nee, Quatsch. Hier. Also. Okay, das müssen sie mir sagen, wie sie deine Straßensperrung haben will. Wollen, weil die brauchen eigentlich nur hier vorne einer, der aufpasst. Das heißt, Straßensperre? Naja, gut. Die Leitstelle ist für die 10 kommen. Herzlich willkommen. Ich wäre zur Einteilung bereit, komm. Calibre ist in Dienst. Ja, natürlich, was ich komme. In Dienst BCSO. Verstanden, für die 10 Ende. 531 können wir erstmal hier. So, was für ein Wagen haben wir gerade? 530, ein Buffalo haben wir unterwegs. Na gut, dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den Dingens. Ach, der ist ja gesperrt. Hatte ich ja gerade verstanden. Hört sie kommen. Code CSGO. Benötige klingt eine sehr friedlich. Anfrage kommen. Hä, die haben doch alle einen Bordcomputer. Ja, Legend hört. Ist der schon wieder? Ist der gesperrt? Das ist die 4V73H. 5A5S, ja. Oh. Komm. Ja. Leitstelle kurz sind bald. Dann nehmen wir die 517S, komm. Auf geht's. Der Soul-Leitstelle nimmt den Funkspruch wieder auf. Das Fahrzeug ist auf einen Herrn Bradley Benford angemeldet. Komm.
Warte, so, ich wäre soweit. Moment, es geht 20 Ende. Ja, wunderbar. Dann wollen wir mal. Ich habe uns schon soweit eingetragen. Super, ich freue mich. Bis denn. Tschüss. Wir sind dann unterwegs, ne? Laurent. Ah oui, sehr gut. Viel Spaß. Ja, bis denn, ne? Au revoir. Schön. Ja, ich wollte eigentlich heute Caracara fahren, aber nö. Wir können ja zur Not abstellen und dann... Ja, ist gut. Ja, Payne? Dieser rote Oldie, Oldtimer, was gerade auch über Funk war, ist das nicht dieser selbsternannte Bürgermeister von Sandy Shores? Wir haben einen selbsternannten Bürgermeister in Sandy Shores. Der heißt auch Happy. Ja, Happy vom Scrap. Happy? Ja, okay, McFadley sagt das auch gerade. Ja, das kann gut möglich sein, ja. Und? Ja, wir checken das nochmal. Das Nummernschild, rufen den Fahrzeugbesitzer an. Das Ding steht halt mitten in der Kurve, das muss abgeschleppt werden. Ja, ansonsten wart noch ein bisschen, vielleicht ist er auch im Klo, ne? Ja, etwas länger hier. Die Anwalt hat die Anrufer mich angerufen, damals, als sie es gemeldet hat mit dem Auto. Okay. Ja, ja, warte, du kriegst das schon hin, ne? Oder was wolltest du jetzt von mir wissen? Also... Was genau... Wie soll ich dir helfen? Oh, cool. Licht einfach auf. Ach ja. Gut. Wir... 517S aktiv. Ja? Ja, alles gut. Schön. Wir fahren mal Happy's... ach, Happy's Crap, ja, sag ich schon. Fahren wir eben zu der Herbal Richery. Ja. Gucken Sie mal bitte eben bei Venture, ob die offen haben. Ja, kann ich machen. Ja, die haben auch gern zurück die Öffnungszeit. Ich glaube, ich habe die erst einmal aufgesehen. Da bin ich da täglich vorbeigefahren, mehrfach. Geschlossen. Okay. Aber die tragen sie auch nicht immer ein als geöffnet, weil eine Freundin, die hat da früher mal gearbeitet. Und die haben das Problem, dass die immer sehr viel Bargeld mit sich rumtragen müssen. Bis ja, okay. Was war nochmal die Telefonnummer von denen? Irgendwas bei 320, glaube ich, ne? Kann das sein? Kann ich mir gleich sagen. Ja, sehr gut. Moment. 749. Rufen wir dann 920 an. Ist ja unsere Info, ne? Ich vergesse das jedes Mal. Ja, ja. Ja, ans Telefon gehen wäre auch zu schön. Ja, schade aber auch. Geh nicht ans Telefon. Für ja. Ranger, PD, BCSO, FD und MD können sich merken die 20er, also plus 10. Nimm mal die Info. Mhm. Kommen Sie bitte mal okay. Vorne in die Lobby, komm. Hat es also System? Ich vermute ja. Das ist 90091. San Andreas Police. 912 waren, glaube ich, das Medical Center. 912 müsste die Feuerwehr gewesen sein. Hm. Ist aber auch nicht, was die mal mit der Visa absperren. Ja, ja, ich auch. Uns, genau das war meine Frage, weil es gibt ja nur eine Zufahrt. Der Weg hier drüben, der geht ja ins Nirvana, da ist ja nichts. Ne, rechts könnte es tatsächlich sein, wenn die den Campingplatz meinen. Hier hinten aber geht's doch nicht weiter. Also nee, hier hinten geht dann der Wanderweg los, aber. Genau. Hier ist ja sonst nichts mehr. Da hinten endet's ja dann, ne? Da hinten ist ja dann diese große grüne Wiese, aber da ist ja der Feldweg zu Ende. Ja. Da brauchen wir keine Absperrung für. Weiß auch nicht, was du jetzt wollen für eine Absperrung. Ich weiß es nicht. Deswegen hab ich die ja jetzt versucht zu erreichen.
Weil ansonsten könnte man hier vorne halt absperren, aber ich weiß halt jetzt nicht, wie die das abgesperrt haben wollen und wie das halt früher war. Keine Ahnung. Und da wäre sinnvoll die Brücke dann hier direkt. Ja, aber da muss man ja auch drauf, ne? Was ist ja denn, man soll da nicht parken auf dem Gelände. Hier ist 1, 10, 20 Meter Tankstelle. Aber das weiß man ja nicht. Check. Bestimmt. So, ich guck mal eben was. Ja. Ja, Streifen, die sich nicht melden, das ist halt echt ein großes Problem, immer wieder aufs Neue. Ätzend, einfach nur ätzend. 411, 10, 20, MAPD löst sich auf. Check. Also ich könnte mir nur zwei Plätze denken, wo die hier feiern wollen. Einmal wäre das links von uns, da ist noch eine Aussichtsplattform versteckt auf dem Hypek oben. Moment. Fahren wir eben über die Brücke. Können Sie mir zeigen, was Sie meinen? Also bei der einen sind wir gerade vorbeigefahren. Das war dann unten rechts hinter der Hütte. Ach da! Wenn der langläuft, da kommt man auf so eine Aussichtsplattform. Versuch's mal auf der Karte zu markieren am Navi. Jo! Hier ungefähr. Bis dann, Phoenix, ne? Dankeschön fürs dabei sein. Schönen Abend dir. Bis dahin. So. Ach so, da unten meinen sie jetzt. Am Steg direkt. Nee, das wäre dann, wenn man rechts durch das kleine Waldstück hier geht. Und dann hat man oben rechts, da sieht man den Holzzaun. Ah, da, check, 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 okay. Ja, aber das wäre ja nicht gegenüber des Geländes, das ist ja voll weit weg vom Gelände. Das stimmt, aber ich weiß auch nicht, was mir gegenüber vom Gelände war. Ja, mir ich auch nicht. Da brauchen wir jetzt uns aber auch jetzt keine Gedanken zu machen. Wenn wir so nicht, wenn ich die nicht kriege, wenn ich im Dienst bin, dann ist das halt so. Kann ich auch nicht viel machen. Ich hab mich gerade sowieso, ob das denn nicht mit den Rangern sinnvoller wäre. Weil fährst du ja meist eher Tiere anlocken. Ja. Ich denke, das ist Das mit den Rangern könnte man vielleicht nochmal denen sagen, dass sie sich vielleicht nochmal bei denen. Ja, das Ganze kommt einmal mit Fahndungsausflug für Gebiet South of Santos in den Old Barbershop. Es wird eine männliche, eine weibliche Person, männliche Person markant mit Dreadlocks, eher verbuschelt, schwarzes Bandana sowie Sonnenbrille komplett in Dunkel mit einem weißen BMX sowie mit einer Dame ebenfalls komplett in Dunkel. Gekleidet, ebenfalls weißes BMX, beide bewaffnet, sichtbar. Und es geht schon wieder los. Überfallen von ca. 10 Minuten. Geklaut wurden zwei Sonnenbrillen in Gold mit der Marke Aviator sowie Platin-Ohrstecker. Die männliche Person hat darüber hinaus einen sprachlichen Tick und hat die ganze Zeit A-Step gesagt. 21 Ende. Oh Mann. Die kommen vermutlich nicht zum Zug, weil die waren ja beide auf dem BMX unterwegs. Ja, ja, das ist auf. Aber wir sollten das schon im Blick haben, ne? Ja. Oder zumindest wissen. So. Wissen Sie, wie lange der Herr Laurent schon die Leitstelle macht? Negativ. Okay, dann frage ich ihn selber. Ein Hinweis von der Streifendienstleitung. Ah, jetzt schon wieder los. Ach, warum? Oh, dass das immer gesagt werden muss, ne? Einfach mal rauskommen. Bewegen Sie ihre Stelle und lassen Sie mich einteilen. Ach, herrlich. Ich liebe, ich bin ehrlich, ich liebe Katas, ehrlich, direkte Art. Hallo, Michel. Hi.
530 meldet den Einsatz hier. Ja, warte. Tschö. So, wie lange machst du jetzt schon Leitstelle? noch nicht so lange. Ja, was heißt das? Die Leitstelle kommt. Ignorieren. Ja, weiß ich jetzt auswendig leider nicht. Also sind es schon mehr als 2 Stunden oder sind es nicht mehr als 2 Stunden? Das kann ich dir jetzt wirklich gar nicht sagen. Gut, dann gibst du sie prophylaktisch einfach ab und begibst dich mal auf die Straße, ja? Ich weiß nicht, Turner hat dich schon mal gehabt bis jetzt? Ich war ja immer schon auf der Straße. Ja, aber als mobile Leitstelle, oder? Ich kenne dich doch. Ja, natürlich als mobile Leitstelle. Was soll jetzt nicht weiter als mobile Leitstelle rumfahren? Naja gut, wir haben ja 2 aktive Streifen, ne? Bei der dritten, und jetzt haben wir gleich eine dritte, hoffe ich irgendwann. 3 haben wir sogar. Und 3? 3 aktive Streifen? Und 519 Williams? Die ist entlassen. Okay. Bitte, Laurent? Gleich kommt die dritte Streife. Mhm. Und jetzt kommt die mobile Leitstelle mit der vierten Streife. Da haben wir 4 Streifen, das ist doch super. Ja, aber dir ist schon bewusst, dass wir, wenn wir 3 Streifen haben, keine mobile mehr gemacht werden soll, ne? Soll, aber nicht muss. Ja, du kannst den Undersheriff gerne fragen. Nicht Undersheriff, sag ich schon. Ach, Assistant Sheriff, Entschuldigung. Degradiere ich ihn schon direkt. Kann gerne fragen. Ja, gerne. Also, für mich ist die Regelung immer noch im Kopf. 3 Streifen, dementsprechend keine mobile mehr. Dann werde ich ja mal fragen. Wer? Ja, gerne. Es sei denn, wenn natürlich. Warte mal kurz, Laurent. Ja? Dass die Einheit bereits kommt. Nee. Kam gerade noch zum Abschluss entgegen. Gut, wenn ihr natürlich die dritte dann seid, dann ist okay. Ne? Wenn jetzt Calibre in den Feierabend geht, so wie ich das raushöre. Okay. Der holt gerade deine Rekruten ab. Ah, alles klar, okay. Nee, dann bitte erst Assistant Sheriff fragen. Übergib mir gerne mal die Leitstelle wem anders, ja? Ich sehe immer nur dich bei Leitstellen, ja? Ja, ich weiß. Ja, ich achte nur auf dich, ja? Du sollst nicht hier zum Leitstellen-Guru werden und ich möchte nicht derjenige sein, der dann hinterher Anschluss kriegt, warum ich die Leute im Streifendienst hier nicht unter im Auge habe bezüglich Leitstelle und so, ja? Schließlich bin ich für den Streifendienst zuständig und, ne? Leitstelle für die 4-4-3, kommen? Ja, gut. Ja? Einfach nur auch einfach mal was anderes machen, ne, Laurent? Ja, aber ich weiß, dass du das gerne machst. Ich weiß, dass du das gerne machst, ja? Alles gut. Aber es müssen auch andere mal machen, damit die anderen das nicht verlernen. Ja? Okay, ich danke dir. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, ich merci, ja. Alles klar, dann bis denn, ne? Au revoir. Ciao. War ich jetzt zu fies? Nö, oder? Nö. Das ist so schön, dass Leute das gern selbst hier machen. Ja. Das Problem ist zum Beispiel, wenn der Herr Laurent dann gar nicht da ist, und dann Kollegen wie ich zum Beispiel, die gar keine Erfahrung darin haben, zumindest beim BCSO, die dann auf einmal machen müssen, wo dann die Hölle brennt. Mit einer Erfahrung. Absolut korrekt. Haben wir irgendein geländertaugliches Fahrzeug aktiv? Ich merke schon, Sie wollen auf den Karakara wechseln. Nein. Nee, wir haben ja nur Anmarkt. Wenn ich jetzt den Assistant Sheriff frage, ob ich den Anmarkt fahren darf, wird er mir sagen, nehmen Sie doch den Alamo. Also, als ob ich die Frage stellen werde. Ich bin doch nicht doof. also ich kenne kenn doch den Tremblay. Ist das so? Wir haben einmal einen Sheriff Buffalo SX, ein Buffalo S und nochmal uns als Buffalo SCX. Das heißt, wir haben 2 STX und ein S. Ja. Wäre es möglich, uns eine Zinsin zu organisieren, zwecks Surfkontrolle? Ja, Check, geben Sie mir noch maximal 10 Minuten, dann bekommt ihr eine Streife kommen. Ja, also es endet.
Leitstelle für P3-2 kommen. Oh oh. Herzlich willkommen. P3-2 kann die Grenzen jetzt unterstützen kommen. Ja, check, dann tut sie dies kommen. Check. Grenzen jetzt, die haben das so mit. Ja, so mit. Dann geben sie uns einen Rendezvous-Punkt gleich durch. Ich dann würden wir da gleich mal loskommen. Ich habe das Gefühl, es gibt gleich da unten einen Knall. 519 aktiv. Na, klingt nicht so gut. South und der Chief ist, dabei. Ganz mieses Gefühl. Warum checkt jetzt die Leitstelle von uns nicht? Machen die gerade Leitstellenübergabe oder was? Wenn sie das tun, dann sollten sie trotzdem zuhören. Gestern hatte ich einen recht lustigen Abend mit Herrn Kowalski. Ja, der war anscheinend so lustig, dass sie schon umgefahren wurden. Wir wurden ja an die Stadt gerufen und zu Amsterdam. Ja, hatten sie gerade gesagt, genau mit dem Verwahrhof, ne? Ja. Ja. Und ich hätte es auch nicht besser machen können. Herr Kowalski wollte ohne Navi runterfahren. Oh. Finde ich löblich. Ja, ja. Und dann sind wir halt einmal mehr abgebogen, wodurch wir wieder auf dem Highway drauf fahren. Aber halt den, ja, der dann südlich in den Airport direkt reinführt. 520 ist dann die Tankstelle. Check. Dann ist vor uns ein Abschleppwagen aufgetaucht. Da meinte ich dann aus Spaß, können wir jetzt dem Abschlepper folgen. Dann meinte ich, es geht nur, seien Sie nicht so fies. Aber ich glaube, er hat halt Spaß auf. Und dann meinte ich zu ihm, ja, können Sie ein bisschen langsamer oder ein bisschen gerader fahren, dann kann ich eine Speedmesser machen. Hat dann auch geklappt. Mhm. Dann haben wir den Abschlepper mit 7 Meilen pro Stunde zu schnell erwischt in der Stadt. Oh, ey. Hey, obwohl sie hinterher fahren? Ja. Das ist ja total doof, also das fällt doch auf. Der hat, glaube ich, andere Sorgen im Kopf gehabt. Der meinte, der hat Zeit gehabt die ganze Zeit. Und wo halt alles fertig abgehandelt war, bin ich dir nochmal kurz hinterhergelaufen, weil wir den, damit der Fahrer nochmal ausgestiegen ist. Mhm. Dann hat der Kowalski dem Strafzettel gegeben. Das kommt. Und halt 50 Würde Dollar gemacht. Yay! Ja, check. Sind die 10-10 Dingen kommen? Ja, komm. Wie sind jetzt Unleitstelle? Ja, check. Es wird durchfallen, eine neue Streife bilden. Ich habe aktuell keine freie kommen. Ja, die Information für Sie. Wir sind mitten im Bänderhammer drin gerade. Ich hoffe, Sie verstehen. Komm. Ich dreh schon mal. Ja, check. Verstanden. Mhm. Die Frage ist, wie sinnvoll ist das denn, wenn die sehen, dass gerade das nicht jetzt zur Verfügung steht? Ja. Mit Oleitele hört sie kommen. Genau, die 20 jetzt, dann jetzt so von der getrennt sich erst, bitte genau im Telefon. Ja, Jack hat die Leitstelle so mit, kümmert sich drum, komm. Na, 20 jetzt. Okay, solange das neue Funk kommt, kann ich ja weiter erzählen. Mhm. Denn hat der Kowalski ihm Strafzettel ausgestellt? In Höhe von 50 Dollar. Ja. Dann meinte der Kowalski, oh, da haben sie jetzt auch schon eine hohe Strafe gegeben. Und er meinte, ja, der war ja auch nicht einsichtig, ich hätte genauso gesehen, weil der meinte nur so, wegen 7 Meilen pro Stunde, alles klar. Und dann haben wir halt ein bisschen drüber gescherzt. Weil die Bennys Abschleppung genau 50 Dollar kostet, also halt einmal kostenlos abgeschleppt fürs PD. Wow. Dann hatten wir hier an der Stelle. Was? Was war das? Komm, was man hört. Aha. Einmal das Bennys O anfahren oder einen Kollegen aufnehmen, komm. Dreierstreife? Und kurz 9, der ist aktiv, wenn ihr es auch. Komm mal mit. SO-Leitstelle Ende.
die 69 die Zielleitstelle kommt. Und jetzt haben wir die 517S, unsere Wenigkeit. Für was sie ist unsere Wenigkeit, ja? Hä? Ja. Du weißt. Ja, so mit Ende. Okay. Ja. 519 ist eine Dreierstreife und Pain. Du machst die erstmal eine Einheit, bleiben sie erstmal noch etwas mit Abstand für versuchen gerade die Materialien. Und ja, check die 430S Basisgruppe, wo auch ganz schlimm. Und die 502 als mobile Leitstelle mit Turner und Loïc de Laberté. Ach, die machen mobile. Ah, mhm. Alles klar. Ja gut, okay, jetzt passt das ja mit deinem Mobilen. Ja gut, alles klar. Wahrscheinlich haben sie das in der 3 gebildet. Also zu so ja, mit der anderen Streife und nicht mit deren Streife, aber ja. 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 Ja, sollen die wissen, die sind auch erwachsen genug. Manchmal muss jetzt auch nicht immer hinterher rennen. Ja, nachvollziehen. Ich nehme so ein Feedback auch immer gern mit, weil. Ja. Würde ja durchaus Sinn machen, wenn in der mobilen Leitstelle die dritte Person sitzt, weil dann die Leitstelle sich auch ein bisschen aufs Leitstellenblatt fokussieren kann. Ja, ja, klar. Falls auch mal eine Verkehrskontrolle oder ähnliches sein kann. Das ist absolut korrekt. Wäre eigentlich sinnvoll, wenn er die Dreierstreife hätte, aber naja. Leitstelle für diese Information zu zählen ist das noch nicht mehr benötigt. Bleib von dir weg. Information, wenn du heute hier in der Gruppe patrouillieren, hast du dir etwas auf das gegebene Wow, keine Eskalation da unten, das ist aber ganz Neues. Also normalerweise, wenn der Chief dabei ist und der in der South ist, dann ist immer was los. Also so eine halbe bis dreiviertel Stunde später haben wir dann an der Harmony Church, weil da Verkehrsunfall war, haben da abgesperrt fürs MD. Und dann war dann noch ein Motorrad, was weggeschleppt werden musste. Da hat sich Herr Kowalski natürlich an seine eigene Anweisung gehalten. Hat bei Dennis angerufen. Ja. Scheiße. Und das war derselbe Typ gewesen, der davor einen Strafzettel von ihm bekommen hat. Und der meinte dann so am Telefon so, hat er Herr Kowalski wieder nacherzählt, ja. Also eine halbe Stunde kann schon dauern. Ja, Herr Kowalski von mir gesehen. Wow. Was? Okay. Starker Funkspruch. Ja. Und dann hat er gesagt, wie? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Und ich habe nur irgendwie verstanden, sie müssen Dienstliches trennen. Aber lang ging es ein bisschen weiter. Und Ende vom Lied mehr hat Herr Kowalski wieder am Ende erzählt. Er hatte, also dass der andere am Telefon gesagt hat, dann kann eine halbe Stunde dauern, und er hat es damit begründet, dass er ja nicht schneller fahren kann, er muss sich ja an die Geschwindigkeiten halten. Ja, ist konsequent. Ist ja nicht falsch. Dann kam er an, und hat gesagt, ja, wer zahlt das Ganze jetzt? Und wir haben hier gerade ein Dispatch reinbekommen von der Farm, Blumenfarm. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Infoanruf war. Ne, Freiwillig müsste das sein. Ja, fahren wir schon mal. Vermutlich nur die Info, aber wenn man sowas ja dann mal sieht, ist das voll. Klar, Dispatch mal erstmal ernst nehmen. Wenn bis jetzt noch nichts gekommen ist, ist eigentlich alles cool. Aber man weiß ja nie, ne? Mhm. Und ich warte noch kurz mit einer Erzählung. Bis wir sehen, dass hier alles in Ordnung ist. Oh ja, das sieht gut aus. Ja. Sieht jetzt nicht danach aus. Ich hätte für die 4-3 bekommen. Nee, hier ist nichts. Alles gut. Erzählen Sie weiter. In der Nähe von Davis kommt. Aktuell sind negativ. Also sind die ganzen Einheiten kommen. Wo ist denn am Verwahrhof eines aktiven MRPs zur Aufnahme einer Kollegin kommen? Wir haben nur zwei. Die Kollegen am Verwahrhof, wie lange brauchen die dort noch kommen? Ja, nicht mehr allzu lange. Vielleicht noch eine Minute. Das Fahrzeug muss aufgeladen werden, gerade aus dem Abschlepper kommt. Ja, check. Wir haben eine Sturmkontrolle in Davis, der ganz gut. Die Trennung ist hier doch für die Feedresse kommen. Das war so klar. Also, Leute, der Erste kommt. Wie viele Einheiten haben Sie gerade zu tun?
Laut Anweisung hätten wir eine. Wir können eine Einheit haben, komm. Haben wir drei? Ja, ja. Okay, mobile Leitstelle plus zwei Einheiten. Gut. Mhm. Gut. Ja, dann ist korrekt. Alles gut. Und ich tue mal uns live checken, welche von den Kollegen gerade um dich zu sein ist. Geh mal schon mal tanken. Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich wieder berufen werden. 4301 aktiv Richtung David. Check. Einfach, weil wir wegen sind alle mir. Drei in Paletto. Ja, okay. Jetzt kam auch kein Funkspruch mehr danach, wer dann fahren soll oder ob die jetzt wirklich einen brauchen, den man nur. Nee, ich glaube, das war nur zur Information für den Chief. Mehr war das nicht. Okay. Mehr wollte der nicht. Verstehe, ja. Damit er weiß, wie sehr er auf die Kacke hauen kann und wie sehr nicht. Nein, Quatsch. Also, damit er halt ungefähr weiß, ne, mit wie viel Unterstützung er rechnen kann. Aber dass wir PCs und PDs ja, die 5 ein. Ein, ich benötige die 10 vom ICS-Laufbahn mit einer Salat Davis Bahn. Wir befinden uns, ja, wer da fahren möchte. Checken Sie einfach das Tracking-System. Wir sind 3 Einheiten. Benötigen wir möglicherweise noch eine 4 vom LSPD. Kommt. Ach du Scheiße. Ja, beim LSPD ist immer noch gleich bleiben. Ich habe nur noch so gefunden, dass wir warum weil ich in eine weitere kommen. Ja, check so mit. Komm. Bin immer noch in der South mit 3 Streifen. Naja. Jetzt muss die Leitstelle nur entscheiden, welche Streife hinfährt. Ja. Ja, die 434 ist jetzt frei, wir fahren an. Das ist einer vom Verwarnung. Der zweite kommt er wahrscheinlich auch. Vom Verwarnung, sobald sie da alles für die hergetragen haben. Ja, die Kollegen hinter mir, ich weiß, sind alle sehr reich, aber scheint sie doch mit dem Motor ab, um den Start zu entlasten. Check. Die 900 gehen. Was macht denn unsere Leitstelle jetzt schon wieder? Was macht die? Es wurde Hilfe angefordert, wurde gesagt, wir haben einen zur Verfügung, danach kam nichts mehr. Aber ich will das auch nicht. Der Kollege hat das ja vielleicht noch nicht aufgemacht, hatten sie so. Na, warte mal. Ich kann Ihnen einmal nachschauen, wer das sein müsste. Für die SD90, komm. Die 13 für die 99. Wird jetzt noch eine Streife vom BCSO benötigt, komm. Ja, check. Dann, Trennung. BCSO-Leitstelle für die SD90, komm. Ja, welche Streife soll anfahren? Komm. Das wäre anscheinend alles selber. Gut. Check, somit. SD90, Ende. Meine Güte. So. Das war Davis PD, ne? Ja, wir müssen Richtung Davis, ja. Mhm. 517S aktiv Richtung Davis am Zettel. Ich wusste jetzt nicht, ob PD oder was. Ja, alles gut. Check. Ich komme auf die Live-Tracking-App. Boah, Mann, Turner, passt doch mal auf. Stehen alle noch an der Strawberry Avenue South LS. Jetzt mit dem 4. Streifenwagen. Ecke Carson. Von der Maze Bank Arena 1. 2, 3 Kreuzungen hoch. Dann gucke ich mal, ob ich das jetzt auch so auf der Karte wieder finde. 1, 2, müsste hier die Ecke sein. Mhm, ja. Ja, aber jetzt jedes Mal den Sergeant runterfahren zu lassen, ist auch nicht der Sinn der Sache eigentlich. Die müssen auch ihre Erfahrungen machen. Der Kollege war ja länger jetzt auch nicht mehr da, oder? Welcher Kollege? Gerade die Leitstelle ab bei uns. Ach, Turner? Habe ich jetzt schon auch lange nicht mehr gesehen, das ist wohl wahr, ja. Und wahrscheinlich war er sich unsicher, also ich möchte ihn auch nicht komplett in Schutz nehmen, aber ich versuche mich halt in seine Perspektive zu setzen. Vermutlich hat er halt nur so am Rande gehört, dass wir nicht viele Streifen runterschicken sollen. Und er war sich vermutlich gerade einfach unsicher. Nicht raten muss.
Nein, er hat doch alles, grundsätzlich hat er doch alles richtig gemacht. Aber er hat einfach nur nicht reagiert, gerade als der Chief halt uns halt dann jetzt auch um Amtshilfe gebeten hat und eine Streife runtergeschickt werden sollte. Darauf hat er nicht reagiert. Und das ist das, was mich wieder so ein bisschen ärgert, weil die Leute müssen zuhören, ja? Darum geht's mir, ja? Es geht mir nicht darum, welche Streife er jetzt nimmt. Das also war ja offensichtlich, dass wir runterfahren. Obwohl ich das auch nicht gut finde, weil... Ja, da wir gerade vier Einheiten später fünf ins Laufe des Sekunden haben. Kollegen, die Streifen wie die übrigen Streifen, die da auch hier bestreift werden muss. Komm. Warum fahren die nicht mit ihrer eigenen Streife dann darunter? Dann können wir auch... egal. Es geht mir halt nur darum... An die Einheiten, die sich gerade in Davis befinden. Streifen. Wir werden jetzt eine allgemeine Personenkontrolle in Davis durchführen. Das heißt, wir werden alle Personen, die Sie dort sehen, einmal die Personalien überprüfen. Die Einheit vom BCSO, da vorne fährt eine Streife gerade vom LSPD. Es wäre wunderbar, wenn Sie dieser Maßnahme kurz anschließen würden. Also gleich sagt die eigentlich zwei Streifen, das ist frei, ich meine letzte freie Streife. Ja, check somit. Folgende Sache, Sie steigen aus, Personen an die Wand, einmal Personal überprüfen. Bisschen in ein Gespräch verwickeln und dann sehen wir wieder von dann. Deswegen D1 keine Leitstelle. Moin zusammen, ja, moin 4TV. Naja, D1 keine Leitstelle sehe ich jetzt nicht. Dementsprechend fahren Sie rein, bauen Sie von Seiten jemand nach, ich setze Ihre Meter auf, achten Sie auf alle Gassen, etc. Sie wissen, wie es läuft, sollten auch nicht treffen sein, dementsprechend agieren. Gut, dass jemand auf uns wartet. Ist okay. Aber sollen sie halt machen. Kommen wir halt hinterher zur Stärkung an. Ist dann auch so. Na, Turner muss es ja auch können, ne? Ja, ein bisschen ärgerlich für uns, aber kann die auch ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe gesehen, wir nicht. Ah nein, wir da schon wieder so rumschalten, ne? Aktion für die einfachen Einheit, wir haben mehrere flüchtige Personen, die zu Fuß läuft, gerade quer sich noch verletzt unterwegs sind. Ein schwarzer Granger ist aus der Gasse aus Davis geflohen. Letzte Ihre Information, schicken Sie einmal bitte eine MI-Einheit vor Bush Avenue, dort ist eine Person angefallen. Leitstelle ist verstanden. Wir sind im Hinterhof bei der Tankstelle. Die rennen jetzt wieder Richtung Hauptstraße zurück. Oh. Sind ja 90 in 3, 2, 1, aber echt, ey. 4, 2, 3, 4, 30, Stadttag. Okay. Check. Wir bleiben aneinander kleben, ja? Ja. Kennen Sie die South? Rennen jetzt weiter in Richtung Hauptstraße zurück. Die rennen... Gut. Dann erst recht an mir kleben. Du die ganze Zäune. Zwei Personen über den Zaun geflüchtet laufen gerade Richtung westliche Richtung. Die Streifen, die gerade aus der Gasse fährt, können die dementsprechend catchen. Westliche Richtung, wir können uns hier über den Zaun. Ja, wir haben zwei Personen von Neid gerade mit unserem Streifwagen zusammengestoßen. Ja, gut, das ist dann die zweite Person, dementsprechend versuchen sie eine Erstversorgung durchzuführen. Packen Sie, gucken Sie mal kurz Live-Tracking, wo genau die sind. Ja, Person ist verletzt, dementsprechend wird auch wieder sind wieder benötigt. Na ja. Einheit bitte, dort ist die Scout-Einheit, Landstelle dorthin schicken. Weiter die Fahrtrichtung, die wir gerade gefahren haben. Also geradeaus, okay. Und nächste Kreuzung müssten die ersten stehen. Wo ist die Scout-Einheit? Einmal zu der Position von der Straße von P8 nach, dass die Streifen der Butch Avenue bauen sie einen kleinen Sicherheitsperimeter auf. Einige Wege stehen nicht ganz so gut gerade. Okay, check, das hat die Leitstelle für mich. 4.3 ist aktuell gerade noch 10.30 Uhr nach dorthin geschickt zur Information. MD ist unterwegs dorthin. Dann melden Sie uns mal, dass wir jetzt auch da sind. 517-1020 Davis, Einsatz statt. Besser kann ich das hier nicht umschulden. Ja, alles gut, alles gut. Das ist ein Kollege, der angefangen hat, oder? An die PCSO, Herr fahren Sie bitte einmal zu der Position von der PD-88, deren Streife, und sichern Sie dort einmal die Erste-Hilfe-Maßnahme. Na, check. Dann schauen wir bitte einmal PD-88, welche Streifenwagen das ist. Ich meine, das ist vom Fahrzeug weg. Die Einheit ist hier, die vom Barbershop in der Gasse. Check. Also links sind die. Wo ist gleich zu ergehen? Ja, müsste denn kommen? In der Gasse sind die direkt. Naja, dann drehen wir mal hier nochmal. Nee, wenn sie hier die Straße weiterfahren. Ja? Ja? Dann fahren wir weiter. Versuch das mal zu. Die müssten hier ungefähr sein. Entschuldigung, hier. Genau. So, Augen offen. Ah, da.
Oh, natürlich von der komplett falschen Seite. Stark. Da müssen Sie das infizieren an der einen Stelle, das kann gleich wieder nochmal brennen. Ich will Kollege, auf jeden Fall Ihre fucking PD-Nummer 69. Ja, wir sollen sagen, dass die Keller reinfährt dann. 423 wieder aktiv auf Anfahrt. So, dann. Ja, check. Augen auf, ne? Ja. Und es geht schon wieder los. Und es geht schon wieder los. Es ist immer wieder das Gleiche. 502 aktiv Richtung Sendeso. Check. Die 13 für die 423 Grund. Die 13 hört. Wo genau soll ich hier 2-3 den Drehmeter aufstellen? Kommen. Kommen Sie einmal in die Bridge Avenue rein und führen Sie mal eine Verkehrs-, eine 1026 bei der Person mit den roten Sachen durch, mit den roten Cap. Check, geht weiter los. Ja, ja, eine Dame ist gerade aus dem Friseur rausgelaufen und telefoniert gerade. Ich weiß auch nicht, ob das relevant ist für die, die kennen sich besser aus dem Stand. Ja, ist jetzt die Frage, ob die mit dazugehören oder nicht. Also, wir sichern erstmal hier nur ab. No. Also erstmal Augen auf den Bänden, ne? Wenn irgendwie was sein sollte. Kurz noch durchfunken, falls es. Ja, Nachricht für viele Draht kommen. Hört doch. Wie ist aktuell der Status und die Situation bei Ihnen generell? Ja, wir haben die verletzte Person, warten auf das Rem. Die Person klagt über starke Schmerzen in Hüfte und Bein. Ansonsten sind wir soweit abgesichert, keine weitere Bewegung zu sehen kommen. Check. Die 13 Länder. Ach ja. Förte, wie alles gut bei dir? Also sollte Ihnen irgendwas komisch vorkommen, sagen Sie bitte direkt Bescheid. Also mir erstmal Bescheid geben, ja? Ja, leiden wir vor Ort, geben sie etwas ober. Personen telefonieren teilweise sehr viel, muss nichts heißen, aber dementsprechend vorsichtig sein. Viel zu tun, aber sonst alles bestens bei dir? Ja, ach ja, kann mich nicht beklagen, ne? Langweilig wie immer, aber. Nein, Quatsch. Nein, auch alles bestens. Danke der Nachfrage. Ich meine, ich bin das Haus, ne? Ich meine, besser könnte es mir gar nicht gehen. Ich hoffe, dass MD weiß, wohin sie müssen. Ich hoffe, die trauen sie her. Für die informiert, wurden Cody oder Cabot Adrian Hale, die Gegner sind wieder auf. Ja, verwickeln Sie den ja bitte noch ins Gespräch. Ich sehe die Dame. Hast du die aus dem. Die kommen ja links aus der Tür. Ja, ich weiß. Steht ja, nicht mit Barbe um drüber. Ist gut. Lassen wir erstmal hier rumlaufen. Wir sind absichernd erstmal. Ne? Wir sollen jetzt erstmal nichts kontrollieren. Jo. Ich bin gleich wieder da, ja? Einen Moment. Kurze Frage. Die wissen, dass Emily weiß, aber wohin sie müssen, oder? Ja, warte, darum geht's gar nicht. Na, Gott sei Dank. Sehr schön, ja, dass sind. Der Scherz ist, die wurden nicht informiert, dass es eine zweite Person gibt, die verletzt ist. Deswegen müssen die jetzt erst eine zweite Ambulance losschicken. Alles klar, okay, gut. Weißt du Bescheid. Okay, die Dame sitzt da drüben. Okay. 20 Cent ist so. Check. Ah, vielleicht hat die auch einen neuen Freund angerufen.
Na, alles gut, wir müssen ja nicht direkt böse Gedanken haben, aber wir müssen sie im Blick haben, ne? Nicht, dass die jetzt gleich meint, hier irgendwelche dummen Gedanken zu haben. Ja. Wie sind sie bewaffnet? Lethal? Na, Pistole. Ah, okay. Perfekt. Mir wurde gesagt, dass ich in der South immer die Pistole rausziehen soll, wenn ich anhalte. PD-13, für PD-88 kommt. Ah, okay, Besuch. Für Sie als Info, das MD wusste nicht, dass es eine zweite verletzte Person gibt, deswegen wird gerade eine zweite Ambulance losgeschickt kommen. Oh Gott, okay. Ja, also, Matt, wissen wir Bescheid. Oh, das neue Problem, gehen wir aus meinem Gesicht, ha? Check PD-88 hin noch. Meine kleine Schwester, die da liegt, Motherfucker. Na, und da können sie näher aufmachen. Was das kann ich nachher, Bro? Das ist meine kleine Schwester, hast du nicht verstanden? Hast du nicht deine Chefin gerade gehört? Komm, dann gehen sie durch, bitte. Alright. Ui, der war aber. Die Leitstelle für die PD-59 kommen. Herzlich kommen. Ui. PD-59 außer Dienst kommen. Ja, check, nutzen Sie nächstes Mal die direkte Abmeldung mit PD-59, meldet sich ab. Kommen. Ja, so muss man schon. Einmal als Information für die Einheit, drei Personen von uns, auch wir gehen jetzt gerade nicht ganz zurück, seit 1026, wie die 10 Schreiber, kommen Sie einmal rüber zu meiner Position für eine weitere Absicherung hier. Ich negiere den Aufschlag. Ich hoffe nur, meine Schlüssel dir auch noch geholfen. Das ist fucking Andy. Wie die 10, ich hab den Aufschlag negiert. Okay. Alles gut. Okay. Habt ihr nicht so eine Glitzerdecke, so ein Shit, Mann? Eine Glitzerdecke. Geil. Ja. Okay. Okay. Wo hat das MD jetzt geparkt? Könnt ihr 1026 beenden? Tut ihr mir einen Gefallen, fahrt einmal bitte Richtung Norden, dort wo das Davis Parkhaus ist, da steht ein Mann, der uns die ganze Zeit beobachtet. Checken Sie mal bitte, gegen wer es ist. Ich check mal eben was, ja. Haben Sie mich mal kurz bitte mit im Auge, ja? Ich gehe kurz weg hier. Die Person ist hier erstmal ein paar Millionen Schwärmchen an diesem Strommast und da. Check mal eben, ob die hier sind. Naja, okay. Wunderbar sind sie nicht. Eine Information der Leitstelle. Ich hatte gerade einen unbekannten Anruf, bei dem Bescheid gegeben wurde, dass die MD 42 ihren Mann umgebracht haben soll. Was? Was? Wer ist denn MD 42? Ja, ich hab eine 100 oder so eine Fujiwara sein. Ist ja spannend. Mr. Davis, kontaktieren Sie mich in 10 Minuten. Check, kontaktiere Sie in 10 Minuten. 25, kontaktieren Sie bitte nicht mehr. Okay, ich wusste nicht, dass der Detective mit mir ist. Entschuldigung. Ja, dann diese Info bitte einmal an die ersten 3 Mann. Bitte die Info an alle. Für die 64 meldet sich ab. Oh, was macht denn das MD denn jetzt für ein Kack, ey? PD 34 stellt sich doch den Kreis ab. Danke an die Kollegen, hat irgendjemand schon mal hier das MD in der Nähe gesehen?
wird mir jetzt zu viel hier mittlerweile. Das gefällt mir alles nicht. PD13 für die 423, komm. Erdkörper. Letzter Standort der zu kontrollierenden Person in Elms, komm. Letzter Standort war tatsächlich dort bei den Geländern unten am Bürgersteig, ist tendenziell Richtung Westen gelaufen. Wenn die nicht finden, dann ist es eben so. Check, 423 wird einmal im Block und kommt dann wieder zurück, komm. Check. Trennung für die 88, Status bei Ihnen? 69, 88 und der Status immer noch gleichbleibend. Benötigen halt dringend langsam das MD hier. Check, die Person Boden wurde abtransportiert, dementsprechend sollte es zeitnah dort das MD ankommen. 69, die 13. Ende. 4-0 aktiv. Check 406. Die 13 für 70 kommen. Kommen. Haben Sie eine Personenbeschreibung von der Person hier kommen? Schwierig zu erkennen, könnte etwas förmlicher gekleidet gewesen sein. Komm. Ja, so schaffen Sie es hier. Hat er definitiv einen Anzug an? Ja, check in der Option der PV70. Als wir auf Anfahrt waren, ist es ein Motorrad, schwarze Double mit der Person im Anzug zu folgen, eventuell diese gleiche Person. Ey, wir können die gleich selber ins MD fahren, ey. Hä, was passiert denn jetzt hier? Ist das. Also. Information der PD88 bei uns hier in der Gasse ist noch eine männliche Person aufgetaucht. Dunkler Hoodie, weiße Hose. Telefoniert die ganze Zeit und beobachtet uns. Geht jetzt wieder in Richtung Davis Gasse. Let's get ready to die! Ja, die 406 wird einer 1026, ein schwarzer Emperor, eine Fahrerin, südlich, Klappe im Alter. Was ist passiert? Die 88 kommen. Oh. Die 88, über die nicht kommen. Hört, komm. Die Person, die sie meint, wo sie einen schwarzen Hoodie und weiße Hosen kommen? So positiv ist sie letztens in Richtung Davidsgasse gegangen, komm. Ja, check, wir haben diese Person hier am FD in der Ostseite. Geh mal hier rum und pack mal das Telefon weg. Geh mal hier rum und pack das Telefon weg. Die Person ist schon kontrolliert. Ja, gerade mit meinem Bruder. Gut, dann geh mal kurz hier rum. Geh einfach bitte hier rum. Oh, ich das weiß. Ist deine Schwester, Mann. Richtig, und wir kümmern uns da drum. Ja, okay, ja, ich pack meinen Schlagstock weg. So, da kommt der Krankenwagen, siehst du? Noch anfahren, so, guck mal da. Siehst du? Jetzt fahren wir weg. So, jetzt geh bitte da rum. So, aber wenn du nicht rumgehst, dauert es länger. Machen. Also. Die 13 ist schon dauert es länger, ne? Gut. So, wir können einmal in die Gasse direkt reinfahren, am besten. Perfekt. Nee, Sie können erstmal so weit abziehen. Perfekt. Und den Regulierstand hier finden. Sehr gut mitgedacht. Sehr gut. Ja, schön, dass ich es gerade gefahren habe, aber. Ja, nicht alles nein! Alles gut. Sie müssen ja jetzt nicht dafür entschuldigen, dass Sie jetzt gefahren sind. Machen Sie jetzt nicht ein Fass auf. Das ist ein Fahrzeug. Alles klar. Nee, ich. Ja. Ne? Ja, alles gut. Dann kommen Sie mal mit, wir stehen dann zwar ein bisschen ohne Deckung, aber wir müssen ja trotzdem einen Blick haben. Kommen Sie mit. Ja. Sie gucken vorne, ich gucke hinten und dann passt das. Sind ja genug Einheiten hier mittlerweile. Boah, das ist mir aber auch ein bisschen unheimlich. Ja, zumindest hat der Schiff das ähnlich gesehen wie ich, dass der andere da erstmal nichts zu suchen hat. Und das von Brand Deering ist nur ein Fahrzeug. Ja, ja, das war sehr klar. Finde ich gut. Hm, bitte? Zumindest hat der Schief das ähnlich gesehen wie ich, dass der andere da nichts zu suchen hat. Weil ich fand das schon ein bisschen gefährlich, auch wenn es der Bruder ist, dass sie dann. Ja, sehe ich genauso. Aber das Ding ist, ja,
423 für Pilatschelle kommen. Wenn der Captain sagt, rein lassen, dann lassen wir das auch zu. Und müssen die ja wissen. Zwei Personen kommen von links. Check, 423 unterwegs Richtung Camp. Ah, da, ja, check. Damit die Pilatschelle Ende. Gut, Chief ist auch da. Ja, das können wir machen, wenn nichts machen. Alles gut? Ne, bei euch, Mann. Udo Fug, bro. 424, aktiv. Check. Oh, Mann, Alter, ey. Wow. Gehen heute noch drauf. Man hat null Deckung, aber ich will jetzt noch den Krankenwagen. Ich weiß nicht, wie lange das MD jetzt braucht. Sonst hätte ich wieder die Deckung zugemacht, grundsätzlich. Aber ich weiß halt jetzt nicht, wie lange die brauchen. Das ist das Ding. Eine kurze Frage stellen. Ja, gerne, klar. Abgesehen jetzt vom MD, Mann, was wird's, wenn ihr fällt? Also, was wird das hier, Mann? Ja, wir sind einfach nur da, damit die Kollegin, also damit die Dame mal ja abtransportiert wird. Einfach ja, abgesehen mal davon, so. Die waren ja vorher gar nicht da. Ja, dürfen wir ja nicht sein, oder? Ja, doch, aber das hat doch einen Grund, dass die mit versammelter Mannschaft irgendwie auftaucht. Wir sichern nur ab. Das müssen sie verstehen, okay. Da brauchen wir ein paar mehr Leute. Also das hat jetzt nichts zu bedeuten grundsätzlich. Okay. Die 13 für die 21, komm. Headcount. Müssen wir Platz machen. Ja. Frage, ihr Status, komm. Du weißt jetzt, dass du hier kurz 4, wir überführen jetzt wieder zurück zu den Fahrzeugen. Ja, verstanden. Ende. What the f... was tun die da? Okay, ja, gut. Ja. Der normale Wahnsinn, würde ich sagen. Das richtige Wort, ha? Ist okay, Mann, ja. Entspannt euch. Okay. Leitstelle für die CD31, komm. Headcom. Wenn für Sie nicht nehmen, würde die PD55, PD82, PD31, PD37F. Wo zu der Ankündigung kurz? Ja, ich fahre in den Wagen zurück. Das ist so verstanden und genehm kommen. Check, P37F aktiv. Check, kommen. P37F Ende. So, dann fragen wir eben, ob wir noch gebraucht werden oder nicht. Haben Sie mal bitte kurz die Kollegin, die Frau Carter im Auge, ja? Ja. Huch! So, ist auch mal weg. Die 406, wieder aktiv. Check. Hallo, schön. Ich für eure Unterstützung. Ja, gerne. Auch, sobald die Kollegen hier fahren, auch mit abziehen. Alles klar, perfekt. Das wollte ich gerade fahren. Ich danke euch. Jo, gerne. Hat dann eh. PD 94, meldet sich ab. Wenn wir. Danke. Die lassen uns los. Jupp. Jo, check. Dann können wir. Auf geht's. Ausgang. Awesome. 17 und 88. Wo seid ihr? Ah, sorry. Alles klar. Vorne einsteigen. Na, ich glaube, die Kollegen sind 10:30. Ja, so mit. Dann warten wir eben noch hier. 24 ist Information für CPI 99, 89, 13 Personen, in 20 Sekunden an den Fahrzeug. Was ist los von Ihren Kollegen, wenn sie jetzt losfahren will? Wir warten noch kurz auf die Kollegen. Naja, deswegen stehen wir auch. Perfekt. Ach komm. Wissen Sie was? Kommen Sie mit, dann können wir ein bisschen mit denen quatschen. Na, wie ist die Lage? Auch entspannt, muss ich sagen. Ah ja.
Ja, auch schon lange nicht mehr gequatscht, ne? Das stimmt. Ich meine, gut, ich kann mir auch was vorstellen, als Menschen zu überfahren. Ja, okay. Also hast du die überfahren oder was? Oder ja, angefahren? Naja, also wir waren ja erst rückwärts. Uh-huh. Und plötzlich kam die hier links hinter uns aus der Ecke geschossen, als wir wieder vorwärts wollten. Ah, okay. War richtig, richtig toll. Naja. Und die ist halt ziemlich geflogen. Oh, ja, ich kenne das. Ich hatte ja selber schon das Vergnügen, vom Auto, naja, nicht überrollt zu werden, aber, naja, mitgenommen zu werden. Mhm. Und bei mir bin ich auch halb geflogen. Dementsprechend, ich fühl's. 4-3-4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 
Also jetzt müssen Sie was sagen. Ja. Also, wo sind die jetzt? Sind die jetzt im Palito per Live-Tracking oder? Laut Streifenplatz sind beide in Sandy, stimmt aber nicht. Und 518, das ist nicht die Leitstelle, ich brauche die richtigen Daten jetzt. Wo die Leitstelle ist. Wo ist die mobile Leitstelle? Ist die bei Palito? Nein, da ist der andere oben. Ich würde vermuten, dass das in gucken Sandy Sie ist. Ich muss aber nochmal nachgucken. Ja, gucken Sie mal im Live-Tracking. Ja, die stehen halt alle auf einem Parkplatz zusammen. Ja, ist ja egal, auf welchem Parkplatz? 502. Ich musste deswegen gucken, welcher Victor das war. 519 1040 Quickies, Palito. Che. Ich suche sozusagen gerade die 502 im Live-Tracking. Fährt jetzt? Nee. Nee. Können Sie selber mal ins Live-Tracking gucken, bitte? Entschuldigung. Ja. 502 ist in Sandy, direkt neben der Tür. Und die 519 ist jetzt auf einmal ein Sandy. Und 518 ist jetzt oben. In der Grove Street, Spektrum einer möglichen 1026. Also mobile Leitstelle ist ein Sandy Schaus laut Live-Tracking. Er checkt hier sein. Pass an. Ich bin nur 1620. Einfach ein Sandy an. Check. Obwohl, nein, wir fahren erst Quickies an. Wir sind in der Meer in der Nähe. Jetzt kriege ich noch eine Nachricht. Von wem? 430S1020. Schön. Laurent hat nichts mitbekommen. Gut. Check. 431 Check. Ich rufe mal den Laurent an. Ja, 1S aktiv. War es denn oben in Palito stiller Alarm, oder? Ja, die fahren gerade zu Quickies. Deswegen fahre ich mal hin. Hallo, mein Lieber. Hi, ihr seid ins Handy, ne? Ja, genau. Okay, cool. Wir kommen gleich mal kurz vorbei. Kurze Frage, was mal bei Quickies? Wir sind nämlich gerade so gut wie, wir sind gut in der Nähe. Deswegen die Frage, was bei Quickies ist. Ach so, da ist wohl ein Kunde, der zeigt entweder den falschen Ausweis vor oder einen ungültigen Ausweis. Meint dann halt den Betreiber. Hä? Wie soll die das denn beurteilen können? Frag mich nichts. Okay, ja wild. Okay, also kein allzu krasser Einsatz. Gut, dann überlasse ich das den Kollegen. Dann kommen wir eben nach Sandy, ja? Okay. Dann bis gleich, ciao, ciao. Gut, merci. Gut. Gut, Quickies kann anscheinend beurteilen, ob ein Ausweis gültig ist oder nicht. Gut, oder? Wird immer lustiger. Dementsprechend, wir fahren nach Sandy und dann passt das. Sollen die das machen? Aber gerade bei denen ist das so wichtig, weil die machen doch Tür, also Autoschlösser und Häuser. Ja, aber es gibt ja. Indirekte Zwischenzeit, der größte Fest, sei bekannt wieder. Deswegen meinte ich, ist ja wichtig, dass das eigentlich korrekt ist. Läuft heute ja wieder. Ist man ja richtig traurig, dass man nicht da ist. Ja, aber echt, ey. Die Leitstelle muss ich jetzt mal zusammenfalten, das geht nicht mehr. Da ist es ein No-Go. Wenn die Hilfe brauchen, sollen sie Bescheid sagen. Aber ey, dass die einfach nicht zuhören. Ja, das ist ein No-Go. Die Leute müssen zuhören. Und dann auch die Anweisung ausführen bezüglich der Geländewagen, der Fahrzeugarten, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich glaube, da müssen wir echt. Ja, Leitstelle für 4.6. Alter. Ja. Ich will direkt, wo benötigt eine CC? Eine 1026 bei Chamberlain Hill. Ja, check, Sendung 430S ist in der Nähe gekommen. Ja, check, 430S. In der Nähe und Punkt hoch vorherigen womit. Ja, check, Leitstelle 432 komm. Super, 432 Ende. Na ja, Kurayama scheint aber heute einen richtig guten Tag zu haben. Ich habe nur mitbekommen, dass er ziemlich oft mit negativer Stimmung tut. Ja, ja, das ist absolut korrekt. Ich habe auch heute mit ihm telefoniert. Check. Und er ist super nett, wirklich, wirklich super nett. Na? Dementsprechend
Wenn er sie anruft, dann muss nicht mal was Gutes bedeuten grundsätzlich, aber ne, müssen jetzt auch nicht das Schwarzmalerei betreiben. Aber nein, grundsätzlich gesagt, wirklich super nett, wirklich. Ist er denn, er muss sie anschnauzen. Aber bitte fahren Sie diese an, nachdem Sie Ihre Maßnahmen soweit beendet haben. Okay, ja, ich sag mal, wenn mich da einer richtig anschnauzt und mal ein bisschen Ton ausfällig wird, dann bin ich da auch manns genug, dem mal Paroli zu bieten. Mm, wenn ich Scheiße baue, kann man Vorsicht. Mir eine Anzeige geben. Ja, vorsichtig. Nö, dann, aber ne? Wenn da jemand ja. zwischenmenschlich Scheiße ist, dann kriegt das auch gehört. Und wenn er es weitermacht, dann kriegt das auch zurück. Ist mir dann auch egal, ob da ein Stern oder 10 mal verschuldet wird. Ich bin ja trotzdem normaler Mensch. Ja. Ja, okay, gut, unter dem Punkt verstehe ich das, aber wenn sie erstmal in dem Sinne zusammengeschissen werden, hat das meist vielleicht einen Grund. Was ist jetzt schon wieder los? Check. Ja, der Headfan ist ganz gut anfangen. Ja, check, der Headfan. Aber das werden sie nie erleben, dass sie. Dem Schlechten 432 mit einer 1026, schwarze, sportliche Limousine, Chevrolet Hillsturf. Insatz eine Anzahl unbekannt. Ja, den Mann also, muss man auch beschränken. Also, wenn mich jetzt jemand im Einsatz, weil der noch voller Adrenalin ist, ja, mal anschnauzt, kein Problem. Wenn mich jemand eine Stunde später ins Büro zitiert und mich mehr anbrüllt oder beleidigt, dann statt mir vernünftig was zu sagen, dann melden Sie das erstmal Ihrem Vorgesetzten. Natürlich. Aber genauso kriegt er dann von mir zu sagen, dass er vernünftig zu reden hat. Ja, okay. Ja. Aber sie werden nicht ausfällig selber, ja? Nee, das nicht. Ne? Gut. Weil wenn ein Kollege sich unprofessionell verhält, check. Haben sie das zu melden, ja? Und dann verhalten sie sich aber professionell. Ja? Na klar, das war davor wahrscheinlich doof formuliert zu mir, aber so meinte ich das nicht. Ja, nee, alles gut. Ich wollte es ja nur nochmal sagen. Gut. Weil spätestens dann. Ja. So wie ich die Leute bis jetzt kennengelernt habe. Nein, also das. Also wenn das vorkommt, ist das echt ein Sonderfall. Bin ich ehrlich. Ja. Aber sie landen ja, wenn dann, direkt erstmal bei mir. Weil sowas soll dann erstmal bei mir landen. Ich bin sozusagen der Filter für die Führung. Mhm. Und Streifendienstleitung. Dementsprechend. Ne? Kommt das erstmal alles zu mir. Es sei denn, das ist jetzt zwischen Rekruten. Dann sollten sie da am besten zu ihrem Captain gehen. Oder Undersheriff. Also bisher ist alles in Ordnung. Ich hab noch nein, alles gut. Ich, das habe ich auch nur gesagt, falls wirklich was sein sollte. Hab bisher nur sehr freundliche Kollegen. Klar, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber ja, jeder ist da so ein bisschen anders. Ja, ja. Das ist aber normal, ne? Wenn wir ja nicht unterschiedlich wären, dann das wäre ja schon ein bisschen komisch, ne? Und wenn alle so wären wie ich, dann würde ich lieber als Jungfrau sterben. Okay. Okay. Alles klar. 517 ist 1020, dann schließt er nicht aus. Check. Ja, aber eine Stunde nachdem der Bennys Abschleppe da war, nein, nicht mal, eher so 20 Minuten. Waren wir denn ja zu einer Verfolgungsjagd zur Unterstützung in die Nähe Richtung Stadt? Mhm. Weil der ist auch, ich sag mal, an die Nordgrenze gefahren. Ja. Uns bereithalten. Wir bleiben hier beim Sandy, ne? Dann hast du ja schon mal Bescheid wissen. Ja. Ja. Und dann sind wir da ja aus der Kurve rausgefallen, nachdem wir uns ein bisschen beruhigt hatten und halt auch geschaut haben, dass uns beiden zumindest optisch erstmal gut geht. Also so ein Kowalski-Röhrchen schon mal so. Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Dann war ich kurz zu euch, habe ich nochmal nachgefragt. Kowalski, wissen Sie, was das Schlimmste ist? Und meinte so, ja, wir müssen jetzt nochmal bei Bennys anrufen. Wie so ein Fahnen, der sich durch die Nacht gezogen hat. Ah, schön. Ist ja herrlich.
Ja, Benny ist Ihr Freund und Helfer. 517-10-20, Sandy Schoss ist so. Sandy SO reicht, ja. Das ist kurz und knapp. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Wo ist der Laurent? Hinten. Hat er gerade ein Gespräch oder was ist? Nicht, dass ich gerade wüsste. Okay. Ja, warte mal kurz. Laurent? Ah, oui. Kann ich kurz stören? Natürlich, immer. Dann kommen wir da mal kurz mit, ja? Kollege zu dir, Kollege noch nicht. Turner, kannst du auch mal kurz mit einmal mitkommen? Ja, klar. Danke. So, Jungs. Mhm. Eine kleine Bitte. Weil mir das jetzt gerade wieder öfters mal aufgefallen ist. Und ich möchte das direkt unterbinden. Passt bitte im Funk auf. Laurent, hast jetzt zum Beispiel gerade mir geschrieben, ob alles in Ordnung bei uns ist. Wir hatten uns genau vor 10 Minuten aktiv gemeldet. Es wurde nicht gegengecheckt von euch. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2. Als der Chief dann die 10-10 von uns angefordert hat als Amtshilfe, habt ihr nicht reagiert. Auch da. Bitte genauer auf den Funk hören, ja? Ja, das war ein bisschen verzwiebelt, aber man hätte es hören können. Also man hat es verstanden, dass ihr angesprochen, beziehungsweise dass du angesprochen wurdest, Turner. Ja? 37S für die PD-Leitstelle kommen. Einfach nur meine Bitte auf den Funk hören, ja? Deswegen hatte ich dann den Funk dann hinterher übernommen, weil ich gemerkt habe, dass keiner von euch reagiert hat. Ja? Das einfach nur als Hinweis, einfach drauf zu achten, ja? Weil ich möchte nicht, dass das so endet wie unten im PD, dass wir alle entweder nur noch mit 10-3 antworten oder dass gar keiner zuhört, gar nicht gecheckt wird. Ja, deswegen möchte ich das direkt hier unterbinden, ja? Ja. Gut, das wird ja aktiv gehen, das habe ich nicht gehört. Und ich glaube, dass mit dem Runterfahren, da gab es eine Misskommunikation, weil Mr. Trampley hat Turner geschrieben, die 517S fährt runter. Vielleicht hat er gemeint, wir sollen dir sagen, du sollst runterfahren. Ja, klar, also, aber der Chief hatte ja gefragt, okay, dann schicken sie uns die Streife ja runter. Ne? Und das war dann für euch der Zeitpunkt, wo er sagt, alles klar, check, wissen wir Bescheid, 517S fahren sie runter. Ja, aber nein, ja? Da hat Turner die Nachricht bekommen von Trevor, 517S fährt runter. Deswegen, wir dachten, du weißt schon Bescheid. Genau, deswegen haben wir euch nicht separat angefunkt. Nein, macht es besser. Okay. Dann ist es doppelt, aber macht es einfach. Weil in dem Fall war es nicht so. Ich hab's mir gedacht, bin ich ehrlich, hab's gedacht, aber geht nicht davon aus. Ja? Funkt es direkt durch, weil die PD-Kollegen müssen das auch wissen. Ja. Die müssen ja wissen, dass eine Streife runterfährt. Ne? Deswegen, ja. Aber gut, okay, das war dann, ich merke, das war dann ein bisschen wilder, obwohl es so wild jetzt nicht war, aber dann wisst ihr Bescheid, einfach nochmal durchfunken und dann weiß jeder Bescheid, ja, darum geht's ja, es soll ja jeder Bescheid wissen. Nein, natürlich. Dann eine Bitte, habt ihr den Punkt gehört, den ich vorhin im Rollcall erwähnt hatte? Welchen? Ich hatte nur einen genannt. Trailerpark? Nee, der kam nicht von mir. der kam von den Detectives bzw. von den Williams eher. Oder Herrn Kowalski. Aber es geht mir um die Fahrzeugtypen. Achso, ja, das unterschiedliche Fahrzeugtypen. Richtig. Wir haben jetzt wieder nur schnelle Fahrzeuge bzw. STX-Buffalos auf der Straße, ja? Verstanden, Stadtpark. Zur Not. Ja. Schmeißt die Leute aus einem Streifenwagen raus und sagt, die sollen den und den besetzen. Ja? Fragt erst nett nach, telefoniert kurz mit denen, ob das denen möglich wäre. Ob das für die jetzt ein Halsbeinbruch ist. Wenn das ein Halsbeinbruch ist, dann ist es halt so. Weil
es geht nicht darum, das Lieblingsauto zu fahren, ja. Da packe ich mir selber an meine eigene Nase, weil ich bin ehrlich, ich fahre auch gerne lieber schnelle Autos. Dementsprechend auch bei mir können sie da dann auch, ne? Dann auch nochmal anklopfen, aber das werden sie bei mir nicht erwarten, dass wenn sie mir sagen, ich soll in Alamo fahren, dann tue ich das grundsätzlich, aber ja. Ne? Einfach nur, dass er das dann auch so durchzieht, ja. Okay, cool. Ja. Darf ich kurz am Telefon gehen? Aber natürlich, klar. Ja, also alles gut. Ich bin fertig. Okay. Ja, okay. Oh. 406 aktiv. Check. Herr McFarlane. Ja. Wie sieht's bei Ihnen aus, diensttechnisch? Wie lange machen Sie noch? 4, 2, 3 für die Leitung. Mittlerweile würde ich noch machen. Okay. Negativ 4, 2, 3 für die Leitstelle kommen. 4, 2, 3, hört, komm. Ja, einmal Emma. Weil ich würde nämlich in Feierabend gehen. Körner, nur dass du schon mal Bescheid weißt. Ja, weiß ich Bescheid. Ja, check 4, 2, 3, 10, 40 Emma PD. Also ich warte eigentlich jetzt nur noch darauf, dass Miss Williams mit mir spricht. Die wollten nämlich mit mir sprechen. Das ist aber, ja, steht jetzt hier schon eine halbe Stunde rum. Ja, okay. Und eventuell wollen die vielleicht auch mit Bosch sprechen, das wissen wir nicht. Stadtpark, Community Policing, Südseite. Könnte aber eventuell sein, weil er bei dem Fall dabei war. Ja, 99 für die weiß es halt nicht, wie lange ich noch warten muss. So. Was mit Payne? Payne ist außer Dienst. Da ist er aber noch im Dienst drin stehen. Ich schmeiß den mal hier raus. Ja, okay, wir würden dann hier. Kommen Sie aus Sandy oder aus Palito? Ich komme aus Palito. Ich würde dann. Wo standen denn noch drin? Haben Sie noch einen Victor hier stehen, der nach Palito muss? Ich habe noch ein Fahrzeug, glaube ich, hier stehen. Er ist gerade aktuell bei Chamberlain Hills, ist gerade in der Gaffe wieder reingefahren. Ja, dann können wir zu zwei kurz nach Grapesy drüber, dann können sie den Supervisor abstellen und dann setzen sie mich dann auch wieder ins Handy ab. Ja, machen sie es nicht so kompliziert. Also, die 531 ist von Palito, die nehme ich auf jeden Fall schon mal wieder mit. So, lassen sie mich mal kurz überlegen, wie wir das machen. 416-20, Rocky, Herr on Duty. 10:30 Sandy ist auch. Gut, die Streife, die ich brauchte, die ist jetzt 10:30. Frage ich mal eben, wer von denen 10:30 ist. Warte mal. Kurze Frage, wer von euch ist 10:30? Moment. Noch keiner. Achso, weil ihr euch 10:30 gemeldet habt, deswegen. 430S für Zielleitstelle kommen. Weil ich bräuchte sonst mal eben ein... 432 mit einer aktiven 1060, ein gelber Roller auf eine Person, noch ein bisschen an. Ich habe nämlich ein Fahrzeug, was, also dass der Supervisor wagen müsste, einmal nach Grapeseed und ich habe hier einen Wagen von Palito noch stehen. Das heißt, die beiden würde ich gerne auf einen Schwung mitnehmen, wenn es geht. Die ganzen sagen, dass hier ein Surfer, oh mein Gott, unterwegs ist. Der Roller ist gerade durch eine enge Gasse durch und wieder verstanden, aber ich habe den Hill, dementsprechend die Streifen einmal dort ab. Alles wie immer. Ja, ich kann dir sonst helfen. Ja, hast du sonst? Ich weiß jetzt nicht, was Callaway und der Kollege hier vorhaben, deswegen. Ich wollte tatsächlich nur schauen, wie es Laurent geht, weil ich schon länger im Innendienst bin, ne? Oder 1020er, ne? Ja, ist gut. Also mir ist es egal, also ich bräuchte halt wen, also der einmal die 531 fährt, ich fahre die 517S, stell den in Grapeseed ab und ich nehme dann die 531, übernehme die dann und dann müsste halt nur der Kollege dann dementsprechend wieder mitgenommen werden. Von der anderen Streife, die halt mitkommt. Gehst du dann aus dem Dienst? Korrekt, ich gehe aus der Dienst, ja. Ja, okay. Ja, dann komme ich erstmal mit bei Ihnen und dann kann ich ja an Grapeseed warten, zur Einteilung passen. 430S ebenso kein Sinn. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Das Problem ist, Turner muss jetzt auf die Williams warten. Also ich weiß, hat er mir gerade schon gesagt. Ja, wir können helfen. Ja, weil sonst fahre ich mit, weil dann kann ich mit den Rekruten der Welt noch rausfahren, weil Turner noch warten muss. Weil sonst ist ja keiner im Dienst. Ja, das ist halt jetzt die Frage, wie lange das jetzt noch dauert dann, ne? Das ist die Frage, ja. Aber sonst um eine Dreierstreife kommen wir dann ja eh nicht rum.
Ja. Und ist das wieder vorne, fährt gleich weiter. Also mir soll es egal sein, wie wir es jetzt machen. Wer jetzt mit mir fährt oder beziehungsweise mit uns fährt, wie auch immer. Weil grundsätzlich, ich bräuchte eigentlich nur zwei weitere Kollegen, mehr brauche ich nicht. Ja, wir könnten es uns schnell helfen, ne? Ja, dann lasst uns das eben schnell machen, dann fahre ich die 517. Dann schmeiße ich euch hier wieder raus. Dann fahre ich zwar einen kleinen Umweg, aber dann schmeiße ich euch hier wieder raus mit der 531. Kommen. Letzte Ende. Dann machen wir das so, dann fahren wir nicht mit drei Fahrzeugen, dann fahren wir nur mit zwei. Dann haben wir nicht so einen Hickhack. 405 aktiv. Okay. Obwohl da auch eigentlich ein Kollege reicht, aber dann nehme ich trotzdem sie beide mit. Alles gut. Passt schon. Gut. Warum einfach, wenn es so kompliziert geht? 405. Aber alles für den Fuhrpark, ne? Ja. Alles klar, dann. Ja, an die gut. Kollegen hier, ne? Passt auf euch auf. Schönen Feierabend. Ja, danke. Ja, schönen Abend euch noch, ne? Ciao, ciao. Merci. Au revoir. So, dann nimmst du die 531, ich nehme die 517S und dann treffen wir uns in Grapeseed, ja? Jo, check. Perfekt, danke. Gerne. Ach, Callaway. Callaway ist einfach so ein netter Typ. Huch! Falschen Wagen genommen. Ups! 519, wechselt auf die 531 zur Überführungsfahrt. Grape sieht das auch. Gut, Leitstelle hat wieder Bock. Hallo, Leitstelle. Frage der Zielleitstelle an die 64 Einheiten zu laufen lässt, sind sie noch aktiv in der 64 kommen? Ich denke, die 94 überlegt der Punkt hoch, Einsatz wird für die volle Saison gestellt. Situation gleich kodiert. Zumindest Zielleitstelle Ende. Ja. Braucht man auch nicht, ne? Das ist ein Dreck, ey. Check. Ah, nee. Da tanken brauche ich nicht. Also, bis so einen kleinen Pisselbalken tanke ich jetzt nicht. Sehr unnötig. That was close. 4, 2, 3, wieder aktiv. Warte mal. Check. Pack ich die eben hier weg. Achso, ja. Ja, gut, das ist natürlich am Schloss, stimmt. Macht mehr Sinn, ja. Die warum steigen jetzt alle aus? Ja, macht nur Sinn, dann kann ich so direkt durchfahren. Genau. Da hat Tech Calloway sehr gut nachgedacht. Also mir wäre es jetzt egal gewesen, aber alles gut. Moment, ist jetzt wieder aktiv in Befreiungsfahrt. Na, wenn der Funk frei ist. Jetzt zum Beispiel. Wir sind frei als mit einer Überführungsfahrt zum Sandy SO. Boah, wahnsinnig tolles Fahrzeug, muss man echt sagen. Ja, ne? Warum macht unsere Leitstelle schon... Was aktuell die Karakara? Hm? Was für eine Karakara? Ja, es sind irgendwie nicht in Palito oben, ne?
Nee, die waren ja hier unten in Sandy und der eine muss ja repariert werden, der nicht anmarkt. Der Markt, der einzige Markt, den wir haben, der ist Schrott. Oder muss repariert werden. Frisch aus der Fabrik und schon kaputt, ne? Ja, ja, ja. Ich bin froh, dass ich das nicht war. Er hat schon die Einweihungsreparatur bekommen, ne? Ja. Viel dran, oder? Jetzt probier aktiv. Da steht bei Fuhrpark, können Sie sich das anschauen, was für Schäden der hat. Irgendwas mit irgendwas bei der Tür. Keine Ahnung. Der hat ja einen Wildunfall, der Kowalski mit dem Wagen. Scheinbar. Ach, Herr Kowalski, oh. Ja, so, wo habe ich es jetzt verstanden zumindest? So, dann schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Ja, danke. Euch noch einen schönen Abend, ne? Passt auf euch auf. Danke. Danke, ebenso. Jo, danke. Ciao, ciao. Ich trage die noch eben hier aus. ...531 Überführungsfahrt, NDSO, Palitos auch. Check. Hey, hat's endlich mal gehört. Check. Gerade noch was gesagt, ne? Gerade noch was gesagt und schon hört er wieder nicht zu. Also, sorry, ey. Turner. Mann. Ich will keine Leute zusammen scheißen. Ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen dabei. Leider. Warum auch immer. Aber. Mann, warum? Warum? Warum beherzigt man nicht das, was ich sage? Mann, Leute. Will ich da nochmal anzurufen? So, wieder eine Ruckelpartie hier haben. Schön. So. Wunderbar. Fünf, drei, eins, zehn, zwanzig, Bruno Spitzer. Einen Funkspruch. Turner hat auch keinen Bock, das zu checken. Ja, schon wieder. Werde ich nicht ernst genommen, Alter? Muss man sich wegen so einem Scheiß wieder aufregen? Mann. 430F aktiv.
Oh, pff, oh, Alter. Der Rückwärtsgang war doch ein bisschen krasser. Huch. Was soll, die Fenster sind zu. Was denn? Ja, check, und was sind die an Cypress? Danke. 10, 20 Fußstreifen, Ostseiten, Cypress. Damit. 5, 3, 1, 10, 20, Palito ist auflistig auf. Alter. Alter Turner! Jack! Bitte kommt beim 9 aktiv. Jack! 406 und 424, Ihre Streifengebiete haben sich aktualisiert. Beachten Sie das Streifenblatt. Die Leitstelle Ende. Ja, 1LS, 1020, Schnurrlösung auf. Check! Das Abmelden, das wird schwierig. 406 für die Leitstelle, kommen. Sie kommen. Ja, einmal als 1010 für die 430S und 432 Unterstützung kommen. Ja, Checker, die 406 mit, kommen. Die Leitstelle Ende. 437 ist aktiv. Ma! Komm, ich weiß, du mich abzumelden. SC90 meldet sich ab. So. Mann! Echt, man kommt nicht dazu, sich abzumelden. Leck mir am Arsch. So. Nee, komm, ich habe jetzt keinen Bock mehr, jetzt hier einen Puls zu holen. Komm. Ich behalte das jetzt im Auge. Wenn das weiterhin so miserabel ist, dann kriegen die echt, echt Einlauf, ey. Das ist einfach nur ätzend, ey. Komm, dann übernimmt Laurent die Leitstelle.
Und selbst dann wird's nicht besser. Naja, gut. Wir verfolgen jetzt das BCSO. Okay. Die Musik passte gerade so gut. Ich hab's direkt gefühlt. Hab's direkt Intus gehabt. Okay, nee, warte, das hört sich falsch an. Was Intus haben, ist eher so negativ belastet. Musik? Ja! Was? Ja! Ja, Musik! Musik! Ja, ja, ja. Sehr guter Einsatz, sehr guter Einsatz. Sehr schön, Reindras. Sehr schön. Gute Musik ist das. Guter Musikgeschmack hast du. Guter Musikgeschmack, Alter. Bett Deutsch, Alter. Tank unten bei der Pacific Bluff. Das passt bis dahin. Ja. Alles klar. Die Musik fühle ich. Zwischendurch finde ich solche Musik cool. Muss ich echt sagen.
Guck mal, ob ich den gleich noch ans Telefon kriege. Adventures awaits. Ja, definitiv. Abenteuer erwarten uns. Sowieso. Immer. David erwarten Abenteuer immer. Wo ich ja sagen muss. Bisschen runterdrehen. Wo ich ja sagen muss, momentan, David hat endlich mal was zu tun. David kann endlich mal als Sergeant agieren. Mal Sergeant Dinge tun. Wie solche Einsätze planen und sowas alles. Ja. Man wird doch mehr jetzt integriert. Ich weiß nicht, warum das für die vorherigen Monate nicht so war. Keine Ahnung. Aber ich bin froh, dass es jetzt endlich soweit ist. Scheint ja mittlerweile dann doch bergauf zu gehen, was das angeht. Bist du da? Ah. Komisch. So. Warte mal, ich rufe den nochmal eben an. Ist ein bisschen lauter als vorher? Oder mache ich das nur? Ah! Erstmal Trampy auf den Sack gehen. Krieg ich hin. Gut. Dann schreibe ich ihn eben. Naja, eigentlich sind wir Streifendienstleitung. Bin ich zumindest der Meinung. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, wie ich das schreiben wollte. Kann ich morgen das mit den Fahrzeugarten als Anweisung der Streifendienstleitung aufs schwarze Brett packen? Mit dies dann auch durch geführt wird. Nur heute nachdem ich die Leitstelle darauf hingewiesen habe. Pass auf dich auf. So. Okay. Warte ich noch eben kurz, ob da noch irgendwas kommt. Kann ich hier schon mal aufräumen? schon mal Aufräumaktion starten. Ach ja. So. Ja. Gucken wir, warten wir eben. Bandas, ganz viel Liebe zurück. Ich habe jetzt ja deine Emote, weil habe ich jetzt gerade kurz erwartet. Ach ja, schön. Er ist ja im Gespräch, alles gut.
Machen wir da keinen Stress. Leute, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit in dieser Aufnahme. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.